Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen bei Lesen für Bier hier live aus dem Grünen Jäger. Es sind dezente 250 Grad. Ich öle wie eine Sardine in ihrer Buchse. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ich bin nicht Paulina Behrendt. Ich glaube, das kann man erkennen. Wer aber tatsächlich außerdem dabei ist, ist mein wunderbarer Co-Moderator Johannes Flöhr hier zu meiner Linken. Ja, schön, dass es heute hier alles so geklappt hat. Es ist schön warm. Wir beide sehen wirklich ganz schlimm aus, als wenn wir gerade geduscht hätten. Wir sitzen seit 3 Stunden hier. Gut, ich habe gerade auch noch mal Wasser so ins Gesicht gemacht. So. Es ist heiß, aber es ist auch viel Vorfreude dabei. Ja, natürlich ist da viel Vorfreude dabei. Ja, vielleicht erstmal zu ganz kurz, wo ihr eingeschaltet habt. Ich weiß nicht, von wo ihr streamt, ob YouTube oder Facebook oder Twitch. Schön auf jeden Fall, dass ihr dabei seid. Lesen für Bier. Was ist eigentlich Lesen für Bier? Das ist ganz einfach. Wir haben hier noch 2 wundervolle Gäste, zu denen wir nachher nochmal genauer kommen werden. Und die und meine Wenigkeit werden hier Texte performen, aber nicht unbedingt Texte, die wir selbst geschrieben haben, sondern Texte, die ihr uns teilweise geschickt habt. Manche Leute waren sogar so crazy und haben Bücher bei uns im Büro vorbeigebracht, aus denen wir vorlesen werden. Die sind natürlich alle markiert und es würde ja nicht, sonst wäre es einfach nur ein Leseabend. Es ist ja Lesen für Bier. Dahinter steckt, wir werden diese Texte hier lesen und ihr könnt dann zu Hause entscheiden, was war besser, der Text an sich oder die Performance von mir oder einem meiner wundervollen Gäste. Und dann wird sie entscheiden. Entweder ich kriege ein Bier oder jemand von meinen Gästen. Oder ihr kriegt ein Bier. Ich hoffe, ihr habt zu Hause einfach schon ein bisschen was kaltgestellt. Weil wenn ihr das nicht habt, können wir da ein bisschen Abhilfe schaffen. Das kommt dann mit ein bisschen Verzögerung. Aber wenn ihr einen Text eingereicht habt, dann und ihr solltet gewinnen mit eurem Text, dann schicken wir euch ein kleines Paket hier mit zum Beispiel so einem leckeren Überquell Orange Sunshine Summer Wit Bier. Ist das Bier? Ja, 4,5%. Schallert doll auf jeden Fall bei dieser Hitze. Und das schicken wir euch dann zu. Wir haben ein paar Texte vorher schon bekommen. Die haben wir jetzt alle so in dieser kleinen Kiste hier aufbereitet. Und dann gucken wir mal, was genau passiert. Aber ja. Warum bin ich hier, habe ich jetzt so einigermaßen erklärt. Genau. Johannes, was machst du genau, eigentlich? Ich bin da auch dafür da, damit diese Abstimmungen überhaupt vonstatten gehen können. Du hast gesagt, es wird eine Entscheidung geben, wer hat denn jetzt gewonnen, der Text oder die Performance. Und dafür habe ich dieses Gerät hier mitgebracht und Demokratie erfunden. Denn mit Hilfe von Links, die ich dann immer in den Chat reinposten werde, werdet ihr abstimmen, was euch eben besser gefallen hat, ob ihr die Person, die hier sitzt, gleich oder im Stehen performt, das Bier gewinnt oder eben ihr eins dieser fantastischen Biere zugeschickt bekommt. Ich durfte die mir schon nicht probieren, aber angucken. Es sind wunderbar bunte Biere, die ihr heute gewinnen könnt. Es lohnt sich. Alles aus Hamburger Mikrobrauereien. Da sind wir ganz, ganz lokal patriotisch. Genau. Und ansonsten bin ich natürlich auch da, um den Chat vorzulesen. Zum Beispiel hier Keks-Edition ist da. Ben, Nicole, die jede Woche dabei ist. Oder Johanna, die sich schon freut, die das Format schon aus der Franz-Mehlhose kennt. Ei, das ist ein Laden in Erfurt, in dem ich schon aufgetreten bin, du wahrscheinlich auch mal. Auch bei Lesen für Bier. Und Ja, Grüße. Ich hoffe, du hast mich in guter Erinnerung, falls du da warst und nicht in schlechter, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es in schlechter Erinnerung ist, ist leider sehr, sehr hoch. Ja, also das Ding ist, wir sind hier ja jetzt gerade hier in diesem Livestream. Ist doof was, wenn ich sitze. Ich stehe auch mal. Ist doof was, wenn du im Bild und ich sitze hier so unten am Ende meinem Computer. So, wir können uns live Beine. Zeit, wir können uns live die ganze Zeit zugucken. Achso, wir haben einen Bildschirm, wo die ganze Zeit das sehen, was ihr auch seht. Ich finde aber auch tatsächlich, ich habe sehr schöne Läuferbeine, ne? Ich hab einen Trinkerbauch. Das passt zu Lesen für Bier. Ich finde, du siehst super aus. Danke. Aber genau, natürlich sind wir jetzt gerade in diesem Livestream und das ist frei zugänglich. Aber ihr müsst euch das vorstellen, als wärt ihr auf einem Konzert und ihr habt euch gerade durch die Hintertür reingeschlichen. Und eigentlich seid ihr gerade illegal hier. Natürlich könnt ihr das hier gerade frei gucken, um Gottes Willen. Aber viel wichtiger ist, ihr könnt über einen Link, der schon in der Info... Der in der Infobox bei YouTube steht und den ich jetzt auch nochmal in den Chat reinposte, damit wirklich jeder den findet. Ja, da könnt ihr nämlich Tickets kaufen für diese Veranstaltung, die ihr jetzt gerade schon frei zugänglich konsumiert. Ich meine, was ist das denn? Ihr sneakt euch hier einfach rein, am besten pöbelt ihr auch noch gleich ein bisschen im Chat. Und da könnt ihr Tickets kaufen für 5 Euro, 8 Euro und 11 Euro, je nachdem, wie flüssig ihr gerade seid oder wie flüssig ihr gerade nicht seid. Oder ihr habt schon euer ganzes Monatsgehalt irgendwie in Bier investiert. Das, muss ich sagen, würde ich persönlich sehr sympathisch finden. Ich will es eigentlich echt noch mal kurz thematisieren. Es ist hier wirklich schweineheiß drin. Ne? Also, aber es ist schön, aber so die Hitze lässt sich ja gut ertragen, wenn man merkt, man ist in einem vertrauten Umfeld. Johanna hat ja schon erzählt, dass sie das Format aus der Franz-Mehlhose in Erfurt kennt. Und sie hat auch geschrieben, dass sie dich daher kennt. Sie schreibt, du und das Gabi haben sich gut verstanden. Das ist ein Insider, den will ich auch gar nicht erklärt bekommen. Wenn es ein Insider ist, dann ist das ein Insider zu 100% bei ihr.
Also ich erinnere mich an das Gabi jetzt gerade nicht. Aber ich hatte auch ein paar Bier getrunken. Darum geht es nämlich auch. Wir trinken auch. Ich trinke hier ein alkoholfreies aus Gründen, weil ich werde morgen geimpft. Und da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ah. Ich will die Pandemie nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich möchte die auch verkürzen. Also du kriegst quasi einen anderen Shot als wir heute Abend. Genau. Was ballerst du dir rein? Ich lasse mir Johnson Johnson reinzwirbeln. Mhm. Da habe ich viel Gutes von gehört. Ein Schuss, ein paar Tage flach liegen. Ne? Ja, ich habe doch eh nichts vor. Das ist, als würdest du einfach Brennspiritus trinken am Ende. Wahrscheinlich läuft es aufs Gleiche hinaus. Und eine Sache müssen wir übrigens auch noch erklären. Ich lese ja nicht nur vor, wenn ihr hier mit Hinner kommunizieren wollt, sondern ihr könnt natürlich auch noch einen fantastischen Preis gewinnen. Und zwar dieses sogenannte Buch. Es ist, glaube ich, 400 Seiten, ja, ziemlich genau 400 Seiten stark. Wie man dann sagt, das ist Henry Frotti, sein erster Fall, Teil 2, das Ende der Trilogie von Jan-Philipp Zimny, das ihr gewinnen könnt, auch extra von ihm signiert. Und zwar könnt ihr das gewinnen, wenn ihr einen interessanten, schönen, coolen Kommentar in den Chat reinschreibt. Das kann der Chat bei YouTube sein, aber auch bei Twitch, wo immerhin auch 12 Leute uns zuschauen. Schöne Grüße an den Twitch-Chat. Ihr seid meine Helden. Welcher Kommentar gewinnt da? Das ist wie im ganzen Rahmen des im ganzen Festival. Ich bin auch so heiß. Das ganze Festival über ist es genauso auch heute. Es gewinnt nicht der lustigste, der schönste, der poetischste Kommentar, sondern irgendeiner, der mir aus welchen Gründen auch immer gut gefällt. Das heißt, gebt euch Mühe, was Schönes in den Chat reinzuschreiben, dann gewinnt ihr dieses Buch und darüber hinaus auch noch 2 Eintrittskarten für das große Finale des Slams, der hier im Rahmen dieses Festivals stattfand die letzten 4 Wochen. Das nächste Woche das Finale und da kann man dann auch Eintrittskarten verkaufen. Und zwar nur Eintrittskarten. Dann ist das hier nämlich nicht mehr zugänglich über die Hintertür, sondern dafür gibt es dann tatsächlich nur Tickets zu kaufen. Das Finale findet am 25.06. statt mit den SiegerInnen der Vorrunden, die in den letzten Wochen hier abliefen. Heute ist eine Sondershow. Heute geht es in erster Linie darum, dass ihr viel Spaß habt, wir am Ende möglichst betrunken sind. Ich nicht. Ja, ihr müsst ja vorlesen. Also du und die Hast beiden du einen Gäste. Führerschein? Ich habe keinen Führerschein, ich hab eine Bahncard. Ah, okay, weil sonst hättest du mir nach Hause fahren können. Ich sehe schon. Du wohnst eine Viertelstunde von hier weg. Ja, aber also ich weiß nicht, wenn der Abend so wird. Das ist wirklich auch nur geradeaus. Wenn der Abend so wird wie in der Franz-Mehl-Hose, da habe ich es ja nicht mehr in die Künstlerwohnung nach oben geschafft. Das war ein Stockwerk mehr. Das Gabi ist übrigens das Bier aus Erfurt, was man aus dem Fass bekommt. Das Bier heißt offensichtlich Gabi. Okay. Ja, gut. Ich nicht. Ja, doch. Also, okay. Gabi und ich haben uns sehr gut verstanden. Gabi und ich sind an dem Abend sehr tiefe Freunde geworden. Gabi, ich vermisse Gabi auch ein bisschen. Ich würde Gabi gerne mal wieder treffen. Was macht Gabi wohl gerade? Hat sie Kinder bekommen? Wir wissen es nicht. Ich muss eigentlich sagen, ich hatte gehofft, ich kann aus diesem peinlichen Momentum rauskommen, aber ich schwitze so doll. Ich hab fürs Laufen, fürs Joggen habe ich mir so ein Stirnband gekauft und das trage ich schon extrem ungern, weil es mir einfach mega peinlich ist. Ich laufe da und hechel dann auch. Ich sehe auch immer aus, als wenn ich gerade irgendwie 10 Kilometer laufe und die Leute sind immer so, hey, ruhig, Brauner, und ich bin gerade mal irgendwie so 5 Minuten aus dem Haus raus. Und aber ich glaube, ich muss es tragen. Aber zu Recht. Also ich sehe das hier aus der Nähe. Wir sind da unterm Dach. Es ist sehr dumm, was wir hier machen. Aber wir machen das für euch, für unser Publikum, das wir so sehr lieben. Dass du an der Stelle gelacht hast, hat man hoffentlich eingefangen in der Kamera. Nein, ich musste bloß drüber lachen. Ich habe mich gerade gesehen und ich weiß nicht, es gibt doch diese Netflix-Serie Cobra Kai. Das weiß ich. Karate Kid und so. Und ich dachte auch wirklich gerade so, ich kann das eigentlich nicht tragen. Du kannst es eigentlich nicht tragen. Doch. Ja, es ist irgendwie so krass, dass jetzt, wir sitzen hier drin, es ist gefühlte 250 Grad und draußen trubeln die Menschen jetzt wieder raus, weil man darf plötzlich wieder irgendwie in Biergärten oder in der Außengastro sitzen. Und es ist so heftig für mich, weil Ich bin schon bei einer Aldi-Schlange mittlerweile, bin ich so soziopathisch geworden, dass ich dann lieber erstmal nochmal so 3 Runden mit dem Einkaufswagen drehe, um zu gucken, ob das sich irgendwie mal so ein bisschen auflockert. Die letzte große Menschenversammlung, bei der ich war, war eine Hochzeit kurz vor Corona im November 2019 von meiner Cousine. Und Hochzeiten an sich sind ja eigentlich eine schöne Sache. Da treffen sich 2 Menschen und die verlieben sich ineinander und dann sind die ganz eng und dann sagen sie, hey, wollen wir nicht heiraten? Und dann sagt eine von den beiden Parteien halt ja und dann muss die andere irgendwie mitziehen und dann sind sie da und dann gibt es irgendwann einen ganz, ganz furchtbaren Rosenkrieg, aber Gott, soll jeder für sich selbst entscheiden. Und diese Hochzeit, das war eine ganz, ganz klassische Hochzeit. Es ist ja auch immer so ein bisschen, was macht man denn da? Was schenkt man überhaupt? Man schenkt eigentlich immer Geld, weil alles, was die da machen, ist unfassbar teuer. Weil es ist irgendwie, Kirche und Geld ist sehr, sehr eng miteinander verbunden. Ich habe meine Konfirmation damals in erster Linie gemacht, um ordentlich Kohle zu scheffeln. Und ich glaube, viele Leute heiraten auch aus genau dem Grund. Und ich kam halt bei dieser Hochzeit an, war auch ein bisschen verkatert. Es gibt einen Grund, warum ich heute hier diese Veranstaltung moderiere. Ich trinke einfach zu gern. Und kam da an.
Also es war eine ganz klassische kirchliche Hochzeit. Brautpaar kommt rein, alle sind gut gekleidet, es ist alles irgendwie ganz schön, alle sind ganz nett zueinander. Hoch, ist das alles schön. Und dann kommt immer der eine Punkt bei einer kirchlichen Hochzeit und auch bei allen Gottesdiensten, die ich nie verstanden habe, nämlich Kirchenlieder. Man steht da, man hat da dieses kleine Heftchen und da sind die Noten und da sind aber auch, der Text ist da auch bei und man denkt sich so, okay, so ein bisschen im Musikunterricht habe ich ja aufgepasst, ich werde das auf jeden Fall jetzt hinkriegen und dann fängt die Pastorin an und man denkt sich so, hä? Was soll das denn? Das steht da doch nicht. Und alle um dich herum sind genau so. Die stehen dann da und sind halt so, großer Gott, in deiner Güte. Eigentlich sind so Kirchenlieder sind immer die große Weltmeisterschaft im Lippensynchronisieren, wenn man das so möchte. Und dann gibt es ja immer den Punkt bei einer Hochzeit, und das ist immer das Schönste an der ganzen Geschichte, man kann auf Kosten des Brautpaares saufen und fressen. Und das war auch wirklich groß, es waren irgendwie so 190 Leute da und wir kamen dann in diesen großen Spiegelsaal, es war kein Spiegelsaal, aber es klingt irgendwie imposanter, wenn ich das so sage. Und dann gab es da drei Tische. Und es gab einen Tisch für die Familie, einen Tisch für Freunde und dann gab es noch einen Single-Tisch. Und das ist wohl mit Abstand das Degradierendste, was ich je in meinem Leben mitbekommen habe. Ein Single-Tisch. Ich saß da mit meinem Bruder und zwei Witwen. Und die saßen da und waren auch so typisch, also sagen wir so, es war auf jeden Fall Altersschwäche bei den Witwen, bei den Herren, die damals da abgetreten sind, weil da war kein Unfall im Spiel. Die waren auch alle so, wie man sich so alte Ohmchen halt irgendwie vorstellt. Die waren wirklich so, ja, und hast du das mitbekommen? Der Gernot hat jetzt auch Krebs und der neue Obersturmbannführer von der Freiwilligen Feuerwehr, der ist ja irgendwie ein bisschen komisch drauf. Ne? Und ja, Hinak, hast du auch irgendwelche Hautunverträglichkeiten oder so? Und ich bin immer so, weiß ich nicht, Gisela, ich vertrage keinen Dinkel und manchmal stehe ich an gleich zwei und möchte mich nach vorne fallen lassen. Das sind so meine Sachen. Und diese Ohmchen sind immer auf dieselbe Art und Weise irgendwie komisch. Die sind immer so, ja, und machst du noch dieses Pottery Slam? Ja, Gisela, ich töpfere für mein Leben gern und lasse das dann von irgendwem bewerten. Ich verstehe immer nicht, was diese Leute wirklich von mir wollen. Und ja, es ging dann an dem Abend noch weiter. Ich bin dann irgendwann nach Hause gekommen und dann, also ins Hotel. Und es war alles eigentlich war es ja alles ganz okay. Und ich dachte jetzt so, okay, jetzt geht's wirklich wieder los. Ich habe diese Hochzeit hinter mich gebracht, jetzt kommen mal wieder Auftritte. Und ich habe mich gerade selbstständig gemacht, komplett selbstständig als Künstler. Und im März 2020 habe ich so alles weggeworfen. Ja, ich bin jetzt ein selbstständiger Mann. Ich entscheide, wann ich Urlaub habe. Ich entscheide, wann ich krank bin. Ich muss mich an nichts mehr halten. Und dann kam Corona. Und Corona hat tatsächlich relativ viele interessante Sachen auch hervorgerufen. Weil zum Beispiel zu Beginn von Corona gab es viele Leute, die der festen Überzeugung waren und es gab halt so ein paar Studien, die das auch irgendwie gesagt haben, wenn man sehr viel Alkohol trinkt, kann das eventuell schützen vor dem Virus. Und das hat sich relativ schnell als Zeitungsente, als Hoax herausgestellt. Aber wie geil wäre es denn, wenn es so gewesen wäre? Stellt euch das einfach mal vor. Alle Leute sind immer betrunken, damit sie nicht krank werden. Wie großartig wäre das denn? Alle Kinder, betrunkene Kinder laufen von A nach B, fallen hin, fangen aber nicht an zu weinen, weil sie überhaupt kein Schmerzempfinden mehr haben. Alle öffentlichen Plätze, Bibliotheken oder Sondergleichen. Man kommt rein und dann wird erstmal gefragt von irgendeinem Polizisten, der steht, haben Sie heute schon getrunken? Nee, noch nicht. Ja, dann nehmen Sie erstmal einen, hier haben Sie einen kleinen Kümmel. Wie geil das wäre. Und dann ist da Angela Merkel bei ihrer Neujahrsansprache todesbetrunken und sagt sowas wie, ja, meine Damen, meine Herren, wir haben das Jahr überstanden, wir haben Corona gefickt, haben wir Corona. Sie muss sich die ganze Zeit am Pult festhalten oder an Schäuble, weil der hat auch eine ähnliche Höhe wie so ein Pult. Und dann muss sie da weggetragen werden von den ganzen Sekus und so. Es wäre einfach so eine schöne Welt geworden, wenn Alkohol wirklich helfen würde gegen irgendetwas, also außer den ganzen traurigen Sachen, die es auf der Welt gibt. Und ja, Corona, es wird ja langsam alles wieder ein bisschen besser. Es gibt wirklich mittlerweile Lichtblicke. Ich habe in der Außengastro ein Bier getrunken. Wie schön war das denn? So, und ich habe das Gefühl, wir sind auf einem guten Weg. Die Leute lassen sich impfen. Es wird alles irgendwie ein bisschen besser. Es gibt aber auch Sachen, die sich leider nicht sonderlich bessern. Und ich als Künstler oder beziehungsweise wir als Kampf der Künste, wir treten nicht unbedingt oft politisch direkt auf. Wir sagen keine Empfehlung für Parteien oder vertreten irgendwie starke Meinungen in verschiedenen politischen Aspekten. Aber es gibt eine Sache, wo wir uns klar platzieren wollen und das ist nämlich, es sterben aktuell Leute im Mittelmeer
und sie ertrinken dort, weil sie versuchen, hierher zu kommen und sie flüchten aus einem Land, wo Krieg herrscht oder ähnliches. Und wir wollen heute auf den Verein CI hinweisen, die an der Küste vor Valencia Geflüchtete aus dem Mittelmeer retten. Und wir wollen darauf hinweisen, ich bitte darum, dass ihr für sie spendet, wenn ihr einen kleinen Obolus überhabt. Wir haben einen Text zugeschickt bekommen, den möchte ich jetzt gerne vorlesen. Von rechter Hosentasche von. Dieser Text ist geschrieben von einem Mitarbeiter von CI, von Gordon Isler. Und den lese ich jetzt einmal ohne Bier und jegliches vor. Wie wäre es, wenn Feuerwehrmänner, Notärztinnen und sogar Pannenhelfer, bevor sie helfen, die Opfer erstmal bewerten würden? Moment mal, ich sehe gerade, Sie haben ja eine ganz andere Hautfarbe als ich. Ich weiß ja gar nicht, ob das hier ein wirklicher Notfall ist. Nee, sorry, ich werde Sie nicht aus dem Autowrack schneiden. Oder auch, bevor ich starke Blutung stoppen kann, sollten Sie vielleicht erstmal erklären, warum Sie überhaupt im Autowrack sitzen. Oder wenn ich Ihnen helfe, dann gibt es vielleicht noch mehr Unfälle. Deshalb werde ich Sie lieber nicht retten. Die anderen müssen begreifen, dass es keine Rettung gibt. Das ist eine vollkommen absurde Vorstellung. Aber für uns stellt sich nicht die Frage, was ein Mensch für eine Hautfarbe hat oder welche Gründe er hatte, sein Leben zu riskieren. Für uns zählt die Situation, in der sich der Mensch gerade befindet. Wir bewerten nicht das Vorher und wir vorverurteilen auch nicht schon mal das Nachher. Wir sehen das Jetzt. Und wenn das Jetzt bedeutet, dass ein Mensch kraftlos, unterkühlt und in Todesangst im Meer um sein Leben schwimmt, stellen wir keine Fragen. Weil Fragen stellen Zeit kostet. Und Zeit kostet Menschenleben. Und wir erfinden natürlich auch keine Ausreden, warum es besser wäre, diesen Menschen nicht zu retten, weil es unmenschlich und zynisch wäre. Es ist ganz einfach. Wenn ein Mensch in Seenot ist, wenn ein Mensch genau jetzt in dieser Sekunde am Ertrinken ist, direkt vor unseren Augen, dann ist es selbstverständlich für uns, dass wir helfen. Seit 2015 haben wir über 15.000 Menschenleben gerettet, weil Helfen normal ist, weil Helfen menschlich ist. Wir helfen, wenn Menschen in Not sind und wir lassen uns nicht daran hindern. Nicht durch Abschottungspolitik, nicht durch Bürokratie und erst recht nicht durch Schüsse. Wir retten Menschen aus Seenot, weil es menschenverachtend und unmenschlich wäre, nicht zu helfen. Wir retten jeden. Was macht ihr? Und in diesem Sinne bitte ich, rastet einmal wirklich aus vor euren Empfangsgeräten für die großartige Arbeit von CI, für die Menschenleben, die sie gerettet haben. Und wenn ihr irgendwie etwas Kleines überhabt für diesen tollen Verein, dann würden wir uns alle freuen, wenn ihr da vielleicht ein wenig was hinspenden könntet. So viel jetzt einmal kurz zu dem ernsten Part des heutigen Abends. Das war uns persönlich jetzt ein Anliegen, das einmal anzusprechen. Wir öffnen jetzt aber erstmal unser erstes Bier und denken an die schönen Sachen des Lebens. Und wir denken auch unter anderem daran, was die Community gerade macht. Ja, die Community ist auf jeden Fall froh, dass dieses Statement gesetzt worden ist und bedankt sich dafür, dass du das zum Beispiel gerade gemacht hast. Ja. Ich habe auch nochmal den Link zu CI in den Chat gestellt, c-i.org. Da kann man sich dann nochmal drüber informieren, was da für wunderbare Arbeit geleistet wird. Ansonsten hast du aber auch Leute inspiriert, glaube ich. Zum Beispiel hat Cornelius geschrieben, ich glaube, ich werde nie in meinem Leben heiraten. Hast du ihn auf jeden Fall, glaube ich, bestärkt. Das ist doch schön. Das ist doch schön, wenn man merkt, man erreicht die Leute. Mir ist das persönlich, ich kämpfe, seitdem ich geboren wurde, gegen Heirat. Ich finde, das ist einfach ein Konzept, das in meinen Augen nicht funktioniert. Wir gehen jetzt zu einer Sache über, die wirklich, wirklich schön ist. Ich freue mich sehr darüber, dass wir zwei wundervolle Gäste haben. Wir begrüßen nun hier auf der Bühne unseren ersten Gast. Rastet vor den Empfangsgeräten bitte aus. Viel Spaß mit Letizia Wahl. Hallo, liebes Internet. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich sehr, heute Teil dieses Abends sein zu können. Ich muss noch mal ganz kurz, auch Hinnerk hat es vorhin schon gemacht, auf diese Umstände hier eingehen. Draußen sind es gefühlt 30 Grad im Schatten. Hier oben in dem Dachgeschoss, in dem wir eingesperrt sind, sind es gefühlt 50 Grad. Und unsere Aufgabe heute wird es sein, Texte vorzulesen und Alkohol zu trinken. Ich sag mal so, ich glaube, das wird sehr, sehr spannend. Ich möchte mich jetzt an dieser Stelle schon einmal offiziell förmlich dafür entschuldigen, falls später irgendwelche fragilen Inhalte aus meinem Mund rauskommen. Das ist so der offizielle Part von mir, den habe ich hauptsächlich wegen meiner Mutter gemacht.
Ich möchte jetzt anfangen mit etwas, und zwar, ich komme tatsächlich aus Kassel oder ich bin aus Kassel angereist. Man kennt diese Stadt entweder, wenn man mit dem Zug durchfährt. Ich wohne da tatsächlich auch nur, weil man da schnell wieder wegkommt. Bevor ich aber in Kassel gewohnt habe, war ich in Marburg und habe dort studiert in der wundervollen Kleinstadt. Und ich hatte ein Problem mit dem Studium generell. Ich weiß nicht, ob das nur mein Problem ist oder ob generell auch Leute so ein Problem haben. Und zwar war bei mir das Problem, dass den einzigen Zugang, den ich zu der Uni hatte, tatsächlich das WLAN war. Und ich habe es aber dennoch wie auch immer geschafft, dieses Studium zu beenden und abzuschließen. Und ich glaube aber, wenn ich das jetzt rückblickend betrachte, liegt es ein bisschen daran, dass das Studium Pädagogik war. Und ich stelle mir so richtig vor, wie meine Dozenten irgendwie am Ende in so einem Sitzkreis saßen, sich so eine Kerze rumgegeben haben und nochmal darüber gesprochen haben und sich dann doch entschieden haben, dass es pädagogisch nicht wertvoll wäre, mich hier durchfallen zu lassen. Und nach meinem Studium habe ich dann überlegt, was könnte ich sonst machen? Ich habe keinen Bock. Irgendwie, man hat gemerkt, mein Studium hat mich nicht so fasziniert. Und jetzt stehe ich irgendwie auf der Bühne und heute auch mit so wunderbaren Menschen, die hier um mich herum sitzen. Und ich glaube, heute ist so der erste Tag, wo ich wirklich sagen kann, meine Aufgabe heute wird es sein, mich beruflich zu betrinken. Das ist auch mal ein ganz nettes Ziel. Ich habe jetzt einen kleinen Text mitgebracht, weil wir sind ja heute hier bei Lesen für Bier. Eigentlich, also wir lesen hier gleich Texte, die wir nicht selber geschrieben haben, sondern die Leute eingereicht haben. Und deswegen habe ich jetzt einen Text mitgebracht, den ich eigentlich auch nicht selber geschrieben habe. Also ich habe den schon irgendwie geschrieben, aber der Inhalt dieses Textes besteht quasi nur aus Songzitaten. Und ich habe diese Songzitate quasi aus ihren Inhalten rausgelöst und eine neue Geschichte daraus gespannt. Und diese Geschichte ruht ein bisschen darauf, dass ich oft das Gefühl habe, wenn ich so durch die Welt gehe, dass ich auf mein Äußerliches reduziert werde. Und ich finde es bei mir persönlich ja ziemlich schade, weil ich ja so viel mehr bin und so viel mehr kann als dieser durchschnittlich gut aussehende Körper. Ich kann zum Beispiel solche Sachen wie denken. Ich weiß, das denkt man nicht unbedingt, aber neulich habe ich darüber nachgedacht, ob man denn zum Beispiel auch mit Menstruationstassen fliegen dürfe, wenn die Flüssigkeit in dem Behälter mehr als 100 Milliliter betrüge. Aber ich habe mir dann auch in einem anderen Schritt weg von der Menstruation auch Gedanken gemacht, warum ist das denn eigentlich so, dass ich mich so oft irgendwie damit auseinandersetzen muss, dass ich das Gefühl habe, Leute reduzieren mich auf mein Äußeres, nicht nur auf eine sehr direkte Art und Weise, wenn ich durch die Gegend gehe, kommt immer mal irgendwann ein blöder Spruch, sondern auch auf eine sehr indirekte Art und Weise. Und dann ist mir irgendwann mal aufgefallen, man muss dazu wissen, ich bin manchmal gerne so ein kleines Partymäuschen, so ich gehe gerne auf Kirmesse und bin dann auch die erste Person, die irgendwie auf einer Bierzeltgarnitur steht und komplett ausrastet. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, in der Musik sind auch so viele fragile Texte, auf die man aber oft gar nicht hört, sondern sie einfach nur mitfeiert. Und versteht mich da irgendwie nicht falsch, so, ich bin wirklich die Erste, die ganz laut brüllt, so I'm a Barbie girl in a Barbie world. Und denke mir so, nein, du bist es doch eigentlich gar nicht. Aber ich feiere es hart. Und obwohl es problematisch ist und um diese Problematik etwas aufzuzeigen, habe ich jetzt eine kurze Liste mitgebracht, die nur aus solchen Zitaten besteht. Und sie trägt den Titel Bettina! Bettina, pack deine Brüste ein. Bettina, zieh dir jetzt bitte etwas an. Im Sperrbezirk herrscht Konjunktur die ganze Nacht. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Es ist ein guter Tag. Ich ziehe durch die Straßen bis nach Mitternacht. Geboren, um zu leben. Hyper, hyper. Denn Junge, ich bin tierisch reich, ich fahre einen Benz und ich werde immer schöner durch mein Geld. Entschuldigung, aber das habe ich mir erlaubt. Das darf man ja wohl mal sagen müssen. Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend. Denn ich bin wirklich der Obercoolste hier. Was ich will? Yeah. I tell you what I want. What I really, really want. I wanna Sega, Sega. Ah! Deine blauen Augen, die machen mich so sentimental. So blaue Augen. Schenk deinem Körper Freude, Macarena. Dein Körper ist dazu gemacht, Freude zu bereiten. Schenk deinem Körper Freude. Hey, Macarena, ai, lass mich hier nicht hängen, sonst baumelig. Boom, 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 I want you in my room. Denn Mädchen, ich möchte dich schwitzen sehen. Schwitzen, bis du nicht mehr schwitzen kannst. Und wenn du aufschreist, dann werde ich noch tiefer stoßen. Denn alalalalong, alalalalong, long, 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 long. Denn yeah, your sex is on fire. Denn du bist schön, aber dafür kannst du nix. Also komm on Barbie, let's go party. Wir fangen auch ganz langsam an. You just put your lips together and then came real close und dann blast die Pfeife, here we go. Denn du bist mein Feuer, meine Begierde and belief. When I say I want it that way und alle Mädels, alle Jungs so no.
und sogar die Chöre singen. Oh, 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 Männer sind Schweine, da bediebe, da bedeibe. Egal. Hey, hier kommt der Alex. Lass die Finger von der Emanuela und scheiße. Ich finde dich scheiße. Weißt du, die Rosi, die hat ein Telefon. Die Claudia hat einen Schäferhund, der Dieter, der hat sogar ein Auto und der Himmel ist wie du, blau. Und du sagst es am besten, when you say nothing at all. Also dreh dich nicht um, der Kommissar geht rum. Ich bin am Ende der Straße angelangt, atemlos in dunkler Nacht. Der Rest verblasst im Grau. Es wird ein stürmischer Tag, denn ich kam rein wie eine Abrissbirne, gehe in Flammen auf und beim Anblick dieser Schönheit liege ich nackt im Rampenlicht. Denn die ganze Welt dreht sich um mich. Denn ich bin nur ein Egoist. Doch zuerst, Vorhang auf, für seine Horrorshow, Girls, just wanna have fun. Also Genie, komm, bitte steh auf, du wirst ganz nass. Bettina, Bettina, pack deine Brüste ein. Bettina, zieh dir jetzt bitte etwas an. Lass die Finger von Emanuela. Macarena, schenke deinem Körper Freude. Und Alice, who the fuck is Alice? Dankeschön. Die also ganz, ganz ehrlich, im Vergleich zu mir siehst du aber noch wirklich recht fresh aus, finde ich. Also ich habe das Gefühl, ich habe mich gerade hier einfach so, also ich sehe verboten aus und diesmal Weihemd, ich sehe aus wie der unangenehme Onkel auf so einem Familienfest. Also ich habe das Gefühl, ich sehe so aus, wie du aussiehst. Nein, um Gottes Willen. Du siehst aus wie die unangenehme Tante auf dem Familienfest. Sehr gut, die Rolle nehme ich gerne an. So, schön, dass du heute Abend hier bist aus Kassel. Wir kommen zu unserem zweiten Gast. Ich bitte um einen großen, nicht wirklich vorhandenen Applaus in diesem Raum, aber natürlich bei euch vor den Empfangsgeräten rastet aus für Jan Philipp Zimny. Hallo. Ist jetzt schon super. Ja, danke. Ich fühle mich so unangenehm gerade. Das ist unglaublich. Ich bin so durchgeschwitzt und meine Unterhose ist einfach nur noch so ein nasser Ball. Mir geht's gerade überhaupt nicht gut. Ich merke gerade richtig, dass ich 28 Jahre alt bin, weil 28 ist fast 30 und 30 ist dann im Prinzip auch 40 und mit 40 ist das Leben schon halb rum. Das heißt, dann kann man auch aufrunden und dann ist das heute Abend mein letzter Auftritt, weil ich im Prinzip tot bin. Und so fühle ich mich auch gerade, es ist unglaublich. Aber so, ich habe so das Gefühl, 28 ist voll das komische Alter. So mit 28, ich wache jetzt so manchmal morgens auf und merke, wie meine Lebensträume wegsterben einfach. So, ich bin letztens morgens aufgewacht, habe auf meinen Bauch runtergeguckt und gesagt, Fußballer wirst du nur noch als Ball. So fühle ich mich gerade. Es ist fantastisch. Und es ist aber eine Erleichterung. So, ich habe jetzt den Druck nicht mehr. Ne? Ich muss mich nicht mehr dem Druck aussetzen, irgendwelche krassen Träume zu verwirklichen. So mit 20 war das noch, habe ich mich noch sehr anders gefühlt. Mit 20 habe ich mich erstens sehr erwachsen gefühlt und zweitens so, als ob ich noch alles erreichen könnte. So als ob mir die ganze Welt auf und alles, was ich mir vornehme, kann ich erreichen. Und heute bin ich einfach froh, wenn ich es in einer Woche erreiche, weniger Chips zu essen. Oder was, mit 28 gehört man auch so langsam zum Teil der normalen, langweiligen Bevölkerung. Es schert sich keiner mehr einen Dreck um dich. So 18 bis 25, das interessiert die Leute. Da sind die Leute dann so, oh, was machen die jungen Erwachsenen? Was ist ihr Lebensstil? Was sind ihre neuen Lebensentwürfe? Kann ich euch sagen, was die machen? Die probieren sich aus. Was konkret bedeutet, die stehen neben dem Müllcontainer hinter einem Rave, nehmen Badesalz und haben den Gameboy wiederentdeckt auf dem Dachboden ihrer Eltern. Die probieren sich aus. Ich probiere mich nicht mehr aus. Ich probiere Käse im Supermarkt und sage, oh, der ist mir zu kräftig. Und das nimmt viel Druck raus. Das ist tatsächlich sehr angenehm. Auch der Punkt, dass sich halt niemand mehr für mein Leben interessiert. So, das ist ganz schön. So, wenn eine 20-jährige Studentin, ein 20-jähriger Student auf einen Baum klettert, dann ist das eine politische Aktion oder die Person ist high, aber die Leute sind wenigstens genervt davon. Wenn ich mit 28 auf einem Baum aufgefunden werde, da fängt es ja schon an. So, 20-Jährige klettern auf Bäume, ich werde auf Bäumen aufgefunden. So, aber die Leute sind nicht genervt. Die Leute sind besorgt. Und das ist ein massiver Unterschied. Die Leute sind so, mein Herr, wie sind Sie darauf gekommen? Sie sind 28. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Sollen wir die Feuerwehr rufen, mein Herr? Ja, wir rufen besser die Feuerwehr. Und
Was ich eigentlich, wollte eigentlich was vorlesen, fällt mir gerade ein. Ich wollte eigentlich was vorlesen und zwar interessanterweise bin ich in eine ähnliche Richtung wie Letizia gegangen an diesem wunderbaren Abend. Bisschen andere Herangehensweise, aber ihr kennt alle auf euren Handys diese Textvorschläge, diese Autocomplete-Sachen, dieses wunderbare Programm. Und was ja vor einiger Zeit schon passiert ist, ist, dass Leute hergegangen sind und dieses Programm gefüttert haben mit zum Beispiel den Harry-Potter-Büchern und dann aus den Vorschlägen, die dieses Programm generiert, ein neues Harry-Potter-Buch geschrieben haben. Ich glaube, das hieß Harry Potter and What Looked Like a Big Pile of Ash. Und Cold Mirror hat auf YouTube was Ähnliches, eine wunderbare Harry-Potter-Reihe gemacht und ich habe das mir angeguckt und fand es erstmal mega witzig und habe dann gedacht, ja, aber was ist, wenn ich in dieses Autocomplete, in dieses Textvorschläge-Programm einfach das komplette Neue Testament reinlade, weil ich gern herausfinden möchte, was Jesus noch für krasse Abenteuer erlebt hat. Und das habe ich dann gemacht, ich habe das komplette Neue Testament da reingeladen und jetzt das nächste Testament geschrieben, nur dank dieser Vorschläge, die das Programm dann ausspuckt. Es geht so. Und der Herr sprach 18, 36, 44, 37 oder wie viele Brote habt ihr mir gegeben? Die Jünger aber gaben ihm ein Kind und sprachen, Herr, wir haben dir von ihm geschrieben, er ist tot, denn er ging hinaus in die Wüste und wurde von Geistern 4000 Mal erniedrigt. Ich würde auch sterben, wenn ich 4000 Mal von Geistern erniedrigt werden würde. Aussatz bildete sich auf dem Sohn Gottes und glückselig beteten die Jünger. Markus nicht. Er ging hinein und setzte sich auf einen Gelähmten. Der wird zerquetscht, sprach Markus und zerrte an dem Gelähmten. Da trat Petrus in das Haus. Er reinigte ihn an den Füßen und sprach, warum hast du zwei Hände, aber nicht zwei Talente? Dein Leben führt in den Abort. Als der Herr Jesus das hörte, ermahnte er Petrus und sprach in sein Angesicht, wer Ohren hat, aber keine Nachkommen, der wird gerettet werden in meinem Schiff. Wie viele Brote habt ihr mir gegeben? Ich lieb's, dass Jesus einfach nur so durch die Gegend zieht und Leute nach Broten fragt. Unterdessen hatte sich vor dem Haus eine Volkesmenge versammelt. Sie zogen ihre Kranken auf einer törichten, schwangeren Eselin hinter sich her. Ihr Sauerteig war verhärtet und sie gerieten in große Furcht und riefen, Meister! Man hätte dich nicht wegen Unzucht ins Gefängnis geworfen, wenn ihr nicht plappern würdet. Da flohen Jesus und die Jünger, das tote Kind aber warfen sie in eine Grube und den Gelähmten in den Feuerofen. So konnten sie nicht verklagt werden. Nach 3 Tagen aber hatten sie vergessen. Und Jesus sprach zu ihnen, siehe, so wird das Evangelium verkündigt. Das war der erste Text. Der zweite, weil ich dachte dann, ja, vielleicht kann ich damit mit dieser Funktion ein berühmter Schriftsteller werden. Und 50 Shades of Grey war ja auch ein Welterfolg. Und dann habe ich mir einfach aus dem Internet 41 erotische Kurzgeschichten runtergeladen und die auch in dieses Programm eingefügt. Und mein eigenes 50 Shades of Grey, das sehr anders geworden ist, geschrieben. Es geht so. Sie starrten sich in die Augen seit mittlerweile 20 Jahren. Und das ist wahre Liebe. So, wenn euer Partner, eure Partnerin, wenn ihr euch mit dem nicht 20 Jahre in die Augen starren könnt, das ist nichts. Lisas Blick wanderte kurz zwischen ihren Fingern und seinem Kopf hin und her. Sie murmelte etwas, dann zog sie ihren Slip aus seinem Ohr. Überraschung, brüllte sie. Er grinste. Was für eine geile Vorstellung. Sie blickte ihm nun direkt auf den Ladebalken. Was die albernste Penismetapher ist, die ich jemals gehört habe. Aber nicht unpassend, weil wird größer. Was? Fragte er zögernd. Schau in deine Blue Jeans, erwiderte sie. Gespannt schüttelte er die Hüften, bis seine Hose auf dem Boden lag. Mein Gott, krächzte er. Mein Hintern ist weg. Du bist so gut. Frech nahm er ihren Kopf in seine Hände und flüsterte in ihre Mundhöhle. Das flüstert man nicht rein. Das sollte man nicht machen. Ich will noch mehr von deinen kleinen Tricks. Ich finde es geil, dass sie so eine Zaubershow aufführt einfach. Lisa stöhnte auf, aber das war nur gespielt. Eigentlich hatte sie ja Lust darauf, ihn mit ihren Tricks zu verwöhnen. Also riss sie ihre Hände in die Sonne, während sie die Augen schloss und dann einen langen, wahnsinnigen Schrei aus ihrem Po-Loch stieß. Sie zaubert sehr intensiv. Schließlich packte sie einen Klappsessel, hob ihn in die Luft und sagte, schwupps, darunter kam eine Eichel zum Vorschein.
Da ist die, ich habe die hier schon überall gesucht, rief er erleichtert. Unterdessen schob Lisa die Eichel vorsichtig unter einen anderen Klappsessel. Wo wird sie als nächstes sein, fragte sie, während sie die Klappsessel immer wieder miteinander vertauschte. Jetzt spielten sie um Geld. Plötzlich war der Raum prallvoll mit 217 Seeleuten, die alle Hüftjeans trugen und Wetten abschließen wollten. Er verlor das Interesse. Sein Blick wanderte ziellos durch die Hintertür. Dort herumlungerte ihr Freund Professor Bergmann. Professor Bergmann stand da und wartete darauf, dass ein Job als Professor frei wird. Dann explodierte Professor Bergmann vor Erregung. Er fragte sich, wie geil Gartenpartys eigentlich sind. Schon ziemlich geil, dachte er. Dann riss ihn etwas derartig aus seiner Trance, dass er vollständig in einem Sideboard verschwand. Es war Lisa. Wie heißt du eigentlich? Fragte sie. Stiefeltyp, sagte Stiefeltyp. Und kam aus dem Sideboard herausgeschossen. Freut mich, Stiefeltyp. Ich bin Lisa. Sie kicherte, streichelte seine Zunge und drückte sich an sich selbst. Stiefeltyp ließ es geschehen. Dann ging er ins Wohnzimmer und Lisa sah gierig zu, wie er Fleisch knetete. Hm, lecker Frikadellen. Ende. Irre. Tu das mal darüber. Jan Philipp Zimny. Ganz höher. Ich find's geil, dass zwei Leute direkt nebeneinander sitzen, die beide aussehen wie Ed Sheeran. Ja, es muss verwirrend sein für die Leute. Ja. Wirst du auch oft auf der Straße angesprochen und gefragt, ob du ich bist? Ja, öfter als Ed Sheeran tatsächlich. Aber Ed Sheeran wird wahrscheinlich auch oft auf uns angesprochen. Ja. Und dann, sind Sie Johannes Flöhr oder Jan Fitz? Nein, ich mach, ach schade, was man sieht, ich bin Musiker, ach kann man davon leben? Und dann muss ich ja dieses langweilige Gespräch führen. Aber kurz Überleitung, gar nicht langweilig ist der Chat. Im Chat einiges los. Zum Beispiel kennt dich Johanna 666 noch von deinen Bühnenauftritten in einer Uni mit witzigen Wollmützen. Da ist mir beim Lesen direkt nochmal 4 Grad wärmer geworden, beim Wort Wollmütze. Ja. Wow. Unangenehm. Ansonsten freuen die Leute sich, haben sich gefreut, dass du Cold Mirror zitiert hast. Eine Legende erwähnt eine andere Legende, wurde da gesagt. Das ist viel zu viel des Guten. Dann haben Leute gesagt, oh nein, jetzt können und wir können jetzt irrelevant sterben. Das müsst ihr nicht, denn ich weiß nicht, ob ich eine Legende bin, aber ich werde jetzt auch Legenden erwähnen, zum Beispiel Genie 55, Lord Finn, Keks-Edition, das sind für mich auch Legenden. Ja. Weil die sich an diesem Tag dazu entschieden haben, ja, ich gucke mir Lesen für Bier mit den Leuten, die hier sitzen, an. Das sind da übrigens fast 200 Leute, die jetzt gucken. Schönen Gruß an euch alle. Ja, schön. Im Chat einiges los, viele gute Leute. Ich würde sagen, wir haben jetzt ja alle schon mal einen Text gelesen. Und der Text ist von uns. Wir brauchen da, glaube ich, nicht groß abstimmen. Ich fordere 3 Bier. Willst du auch als 4? Ja, komm, 4. Also, komm, ja, komm, 2 Bier Johannes. Sind Jochen man und muss, Jochen kann muss, nicht so schlimm man sein. Muss, man muss hydriert bleiben. Ja, genau. Für die Leute, die sich jetzt fragen, uiuiui, sind das 1,5 Meter? Nein, sind es nicht. Aber wir sind alle vorher getestet und das ist alles hier mit extrem viel Desinfektionsmittel. Ich habe quasi nur, eigentlich haben wir Desinfektionsmittel getrunken. Und, alle Viren, die wir gerade im Körper haben, transpirieren wir auch nach außen. Ja. Also, das ist schon sicher, glaube ich. Ja, aber Jan Philipp, schön, dass du. Ist das dein erster Auftritt seit wann? Bestimmt seit 2 Wochen. Okay, nein, krass. Also okay. Ich hatte das große, große Glück, dass zwischendurch ich mal bei der einen oder anderen Fernsehkiste dabei sein durfte, die also schon vom ganzen Aufbau her ein bisschen robuster sind und dann das notfalls auch ohne Publikum machen, so wie ihr heute Abend diese wunderbare Kiste ja auch leider ohne Publikum macht. Aber das ist jetzt so für mich der erste Auftritt, wo es geht jetzt so langsam wieder los. Ich habe jetzt über den Sommer wieder ein paar Auftritte, sodass ich auch das zwischendurch dann das Gefühl bekommen werde, dass ich einen Job habe und deswegen mega geil. Also vielen, vielen Dank, dass ich bei euch sein darf. Ja, pleasure is ours. Also. Pleasure is ours. Hinnerk, du hast ja gerade 4 Bier bestellt. Ich weiß nicht, ob das, hat darauf jemand reagiert? Sie haben jetzt auch durchgekommen. Also meine Aussprache ist manchmal nicht so gut. 4 Bier. Ich war einmal in Irland in einem Pub und habe nach Free Beer gefragt. Da haben sie mich rausgeworfen. Ja, okay, kein Problem. Bei dem tue ich immer so, als wenn ich schottet werde. 3 Beer per place. Aber ich glaube, weißt du was, bevor wir jetzt mit dem, ich glaube, da wird doch gerade Bier geholt. Sehe ich das richtig? Da kommt lecker, lecker Bierchen. Extra für uns noch gebraut. Ja, klar. Das ist ja das Gute an Bier. Bier ist immer da. Ich habe so viele Freunde in all den Jahren verloren, aber Bier war immer für mich da. Ich hole das einmal, ich nehme das einmal kurz entgegen. Das war witzig und traurig, was du gesagt hast, Hinak. Das ist oft in seinen Programmen so. Hinak Köhn. Bekommt jetzt hier Bier gereicht. Das ist, darf man das sagen, welche Firma? Ist doch scheißegal. Ratsherrenpilz. Leckeres Hamburger Bier.
Danke sehr. Mit echtem Alsterwasser gebraut oder so. Hafenbräu. Hafenbräu. Mm. Ja, ich würde sagen, wir nehmen jetzt erstmal alle kurz einen Schluck. Auch einmal schön vielleicht in die Kamera gucken. Ja. Prost. Trinkt verantwortungsvoll. Aha. Ich meine, das Ding heißt Lese für Bier. Also ich glaube, die Leute, die hier einschalten, werden schon damit rechnen können, was hier passiert, oder? Ja, ja. Alkohol wird ja nicht verherrlicht. Man muss sich der Verantwortung bewusst sein. Dann ist alles gut. Don't drink and drive. Ja. Ja. Wir kommen jetzt tatsächlich zu dem ersten Text im Rahmen von Lesen für Bier. Wir werden jetzt gleich mal entscheiden, ob Text oder Performance besser ist. Und deswegen wünsche ich extrem viel Spaß hier für euch auf der Bühne. Letizia Wahl. Ja, ich habe gerade in dieser Kiste, ich habe mehrere Sachen kurz gefunden, die ich auf den ersten Blick spannend fand und habe mich dann spontan für etwas ganz anderes entschieden, weil es meine Aufmerksamkeit sehr doll auf sich geleitet hat. Es ist im Endeffekt eine Betriebs- und Wartungsanleitung von Sexpuppen und Real Dolls. Ich weiß nicht, hat jemand von euch schon Erfahrung mit sowas? Für mich wenig. Wenig? Ja. Nee, dann ist super. Ich habe jetzt nämlich ein kleines Tutorial für euch vorbereitet. Und im besten Fall, Alter, mir läuft das Wasser zwischen den Beinen. Okay, das war ein unangenehmer Satz in Bezug gerade auf diese. Ja. Ich habe es selber gemerkt. Real Dolls sind so krass realistisch mittlerweile. Ui. Ich habe das Gefühl, egal was ich jetzt sage, ich glaube, es wird auf mich bezogen. Macht aber gar nichts. Und damit hallo und herzlich willkommen hier zu meinem Tutorial, wo es heute darum geht, wie gehe ich mit meiner Sexpuppe am allerbesten um. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir doch einfach ein kleines Like da und schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr auch irgendwelche Erfahrungen habt. Schicht 1. Gar nicht Schicht ein. Punkt 1 bei einer Sexpuppe. Die Außenschicht unserer Sexpuppen von Dolls Clubs bestehen jeweils aus hostverarbeitenden thermoplastischen Elastomer gekoppelt mit Epodix-Harz und Silikon, welche beiden im Inneren ein verbautes Metallskelett für einen festen Körperschutz tragen. Alle Materialien, die in der Produktion verwendet werden, erfüllen wirklich alle Gesundheits- und Sicherheitsstandards für Menschen und ihre Umwelt. Ist das nicht super? Punkt 2. Das verbaute Skelett und die Gelenke ermöglichen den Sexpuppen, verschiedenste Positionen und Handlungen einzunehmen. Beachten Sie bitte die Abbildung, um sicherzustellen, welche Bewegung Ihre Sexdoll ausüben kann und welche gegebenenfalls nicht. 3. Vermeiden Sie auf jeden Fall scharfe oder spitze Gegenstände in der Nähe dieser Sexpuppe. Die Berührung an einer Sexdoll sollte nicht grob ausfallen. Starkes Kneten und Drücken ist ebenfalls ungeeignet. 4. Bitte achten Sie, dass die Kleidung, die Ihre Dolls Club Sexpuppen tragen werden, nicht abfärben, da Textilabfärbung nur schwer und kaum zu entfernen. Wow, die Leute ziehen den Sexpuppen dann wirklich noch Klamotten an? Ich bin privat überrascht. Für Abfärbung an Ihrer Sexdoll, welche falsche Textil waren und deren Folgen, ist Dolls Club nicht verantwortlich. 5. Setzen Sie Ihre Sexpuppenmodell nicht unter längere Sonnenbelastung. Also das heißt, hier oben würde sie wahrscheinlich verloren gehen. Dies könnte zu Alterung des Materials führen. Das kann ebenso zum vermehrten Ausschwitzen von Ölen des Materials kommen. 6. Verursachte Abdrücke oder Rillen können mittels einer warmen Handtuch durch vorsichtiges, sanftes Drücken und Massieren an Ihrer Sexpuppe entfernt und behoben werden. 7. Staub, Schmutz oder andere Gebrauchsspuren können Sie mit schonenden Reinigungsmitteln entfernen. Mit einem Schwamm und Seifenlaufen. Seifenlaufen, diese Produkte bewerbe ich gerne. Kann die Sexdoll ebenfalls gereinigt werden? Punkt 8. Ich überspringe Punkte. Sollte die Silikonpuppe, Sexpuppe durch Ritze, Schnitzen oder Löcher auf der Oberfläche beschädigt worden sein, so raten wir Ihnen von Dolls Club in jedem Fall, die betroffenen Stellen mit den dafür vorgesehenen Silikonkleber zu bearbeiten und zu versiegeln. Reinigen Sie die beschädigten Stellen der Silikonpuppe vor Gebrauch des Klebens mit handelsüblichen Make-up-Entfernern. Achten Sie darauf, dass die Oberfläche der zu reparierenden Stelle nicht unter Spannung steht. Die Aushärtezeit des Klebers beträgt ca. eine halbe Stunde. Habt ihr bis hierhin Fragen? Wenn ja, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen und im nächsten Video gehe ich nochmal exakt drauf an, how to use a Sexpuppe in your privaten Umfeld. Dankeschön. Letizia Wahl mit dem ersten Text aus der Kiste.
Johanna schreibt, drei Herren sichtlich verunsichert im Hintergrund. Absolut, absolut. Ich mache keinen Hehl daraus. Ich fand Sexpuppen schon immer mega gruselig. Ja, also ich finde, das Ding bei diesen High-Class 4.000-Euro-Dingern ist es ja auch noch, dass die so ein bisschen realistisch aussehen. Also vorher war das ja immer so, hi, ich bin die sexy Susi. So, und jetzt ist das halt so, ja, sieht aus wie ein Anime-Charakter, aber wenigstens da hat jemand mit Liebe dran gearbeitet. Aber ich finde auch, wenn man sich so diese Bedienungsanleitung anhört, ich denke die ganze Zeit an so ein, also Leute, die dann auch wirklich so, nee, heute kann ich nicht, heute Abend schminke ich meine Puppe. Es ist irgendwie so ein bisschen... Du sagst es, da hat jemand mit Liebe dran, also gerade bei diesen extrem teuren, die man ja so aus dem Internet kennt, daher kenne ich sie, ist es, wo du sagst, da hat jemand mit Liebe dran gearbeitet, ja, aber das, da möchte ich doch dann keinen Sex mit haben. Ich gehe ja auch nicht in den Louvre, schau die Mona Lisa an und so, das ist das Gemälde. Uiuiui. Später, wenn das Licht aus ist. Aber den Text hat ja jemand eingereicht. Jemand, der die Puppe zu Hause... Nee, müsst ihr nicht suchen. Aber jemand, der die Puppe zu Hause hat, das gelesen hat und dachte, oh, das ist ganz gut. Mal gucken, ob das in meinem Leben nochmal zum Einsatz kommt. Hallo, wir sind Kampf der Künste, wir suchen Texte. Jawohl, jetzt kommt's. Das schicke ich ein. Ich habe auf diesen Moment über 30 Jahre meines Lebens gewartet. Immer in meinem Portemonnaie habe ich die Bedienungsanleitung für meine Jetzt kommt Puppe sie jetzt dabei. Zum Einsatz. Jetzt zum Einsatz kommt übrigens auch zum ersten Mal das Voting. Das war eine kleine Überleitung. Und zwar könnt ihr jetzt abstimmen, was hat euch besser gefallen? Der Text an sich, beziehungsweise die Idee, diesen Text hier vortragen zu lassen, oder die Performance von Letizia Wahl. Es gibt dazu einen Link, den ich jetzt in den Twitch-Chat stelle und dann auch in den YouTube-Chat. Da habt ihr dann 60 Sekunden Zeit zu überlegen, was hat euch besser gefallen, und dann gibt es am Ende ein Ergebnis, hoffentlich. Und dann gewinnt entweder Letizia ein Bier oder die Person, die diese Anleitung uns geschickt hat. Hier ist der Link jetzt im YouTube-Chat. Ihr müsstet jetzt auch schon abstimmen können, das muss erst freigeschaltet, das ist kompliziert. Und jetzt stimmt ihr 60 Sekunden lang ab, was euch besser gefallen hat. Ich bin gespannt. Hast du Erfahrung mit Sexpuppen? Nee, tatsächlich nicht. Ich habe mich ganz kurz gefragt, was passiert, wenn jetzt dieser Person gewinnt, die den Text eingereicht hat, ob wir dann noch ein zweites Bier für die Puppe irgendwie dazu tun oder so. Dann können die sich das beim romantischen Lagerfeuer... Die ist so realistisch, dass sie auch einen echten Durst hat. Ja. Ich habe ja jetzt rausgefunden, dass es diese komischen Apps gibt, die irgendwie eine Freundin simulieren können. Also quasi, der schreibt so den ganzen Tag Nachrichten. Wie heißen die? Ich habe es vergessen. Ich habe nur so ein Video davon gesehen. Wo finde ich dieses Video? Also rein Recherche. Ja, und ich habe mich dann gefragt, ich weiß gerade nicht mehr, das war auch ein Kollege von uns, der das auf jeden Fall ausprobiert hat. Ich habe seinen Namen gerade vergessen. Aber jedenfalls habe ich mich gefragt, ob die Leute das dann quasi verbinden würden. Weißt du, dann hast du so diese... auf der Handy-App quasi diese Stimme und die Sprache, die mit dir redet. Ja. Und dann hast du dann diese Puppe. Ich finde daran sehr viel, sehr, sehr interessant. Falsch. Oh, hey, weird kink, but okay. Also ist doch alles lieb, wen ihr wollt. Und wenn das Ding aus Plastik ist, dann ist das halt so. Aber ich finde irgendwie, wie realistisch ist dann diese Freundin-KI? Ist das schon so deine... Das ist schon so, wie man sich die Freunde auch vorstellt, oder hat man auch Streit? Nee, du hast keinen Streit, aber ich glaube, du gibst genau ein, wie du dir die Person wünschst, und die passt sich dann deiner Sprache und deinem Schreibmuster an. Oh Gott, wie wird denn meine App klingen? Moin Inni, Bock auf Saufi? Apropos Saufi, die erste Abstimmung ist jetzt vorbei und Performance hat gewonnen. Sprich, Letizia Wahl hat jetzt ein weiteres Bier gewonnen. Also ich glaube, wenn wir jetzt richtig nach Protokoll gehen, bekämst du jetzt ein frisches neues Bier. Ist super, ich habe ja auch noch eins in der Warteschlange stehen. Aber dann passt das, dann trinkst du das auch noch. Und herzlichen Glückwunsch, du hast die erste Abstimmung gewonnen von 37. Mal gucken, wie die nächste Abstimmung ausgeht. Jetzt wird Jan Philipp gleich einen Text aus der Kiste vorlesen. Exakt. Ich habe schon einen ausgewählt. Oh, wunderbar. Dann viel Spaß vor den Empfangsgeräten mit Jan Philipp Zimny. Ich habe... Entschuldigung, ich musste erst den Jingle abwarten. In den Jingle reingequatscht, es tut mir leid. Ich habe ein Liebesgedicht ausgesucht. Jemand hat von dem zeitgenössischen Dichter Wolle Petri das Gedicht Verlieben, Verloren eingesendet. Und ich möchte dieses Liebesgedicht aber vorlesen. Also ich möchte es so performen, als wenn es Marcel Reich-Ranicki vorlesen würde. Verlieben. Das war's von mir. Verlieben.
verloren. Du gingst von mir in einer Stunde. Es war die Stunde null. Ich hatte meinen Tiefpunkt. Du nahmst mir vieles krumm. Ich bin selber überrascht, dass ich das einigermaßen kann. Auf einmal da war keiner mehr da. Das muss ich direkt kritisieren. Und half mir auch nicht du. Jetzt liebst du halt einen anderen. Und mein Herz schaut traurig zu. Verlieben, verloren. Vergessen, verzeihen. Was will der Auto uns damit sagen? Nun, meiner unmaßgeblichen Meinung nach werden wir schlau daraus, wenn wir den nächsten Absatz vorlesen. Verdammt war ich glücklich. Der Autor kann sein Glück eigentlich nicht im Zaum halten. Verdammt bin ich frei. Ich hatte zur Freiheit verdammt. Was? Das ist Existenzialismus. Das muss an dieser Stelle einmal deutlich gesagt werden. Ich hatte doch alles. Alles, was zählt. Ohne dich leben, jetzt ist es zu spät. Es ist zu spät. Ich hör auf, ich kann nicht mehr. Jan-Philipp Zimny. Okay. Das war widerlich und inkonsequent und ich hab es geliebt. Wow, warum kannst du den Marcel so gut? Ich weiß nicht. Eines Tages kam das so über mich. Ich bin so mitten in der Nacht um 2:30 bin ich aufgewacht und habe gesagt, das ist alles Schund. Ich nehme diesen Preis nicht an. Der Geist ist in mich gefahren und seitdem geht das. Ich weiß es nicht. Ich finde ihn klasse. Also so ein Original, ne? So ein Literaturkritiker, aber auch so ein Original, dass man, es kennt ja jeder eigentlich. Ja, und es gab ja sogar diesen TV-Total-Ausschnitt, den Stefan Raab ab und zu abgespielt hat, mit diesem, er fickt sie, sie fickt ihn, alle ficken mit allem, warum fickt nicht jeder mit jedem? Marcel Reichert, das ist Literatur. Ist Literatur. Auf jeden Fall Kritik. Ich habe überlegt, ob mir dazu eine Überleitung einfällt. Nein. So, Leute, abstimmen. Was hat euch besser gefallen? Der Text an sich, kriegt Wolle Petri ein Bier oder Jan-Philipp Zimny? Ihr kriegt wieder den Link in den Chat. Es ist den ganzen Abend über der gleiche Link. Ihr könnt ihn dann direkt zu eurer Startseite machen oder so. Der wird ja heute Abend noch ein bisschen zum Einsatz kommen. Hier ist der schon bei Twitch. Und bei YouTube ist, glaube ich, ungefähr 5 Minuten Verspätung. Da ist dann der Link am Dienstag ungefähr im Chat. Nee, da warte ich noch kurz, bis ich den da reinstelle. Also wenn ich das gesagt habe, dann ist das schon, ist egal. Da habt ihr nochmal 60 Sekunden Zeit abzustimmen, wer denn die zweite Abstimmung heute Abend gewonnen hat. Merkt ihr auch, dass man sich so mittlerweile ein bisschen akklimatisiert? Also, nein. Nein, gar nicht? Mit der Veranstaltung oder temperaturmäßig? Nee, mit der Temperatur. Es ist irgendwie so, oder es ist vielleicht auch einfach die Gewöhnung daran, ach so, nee, es rinnt immer irgendetwas an meiner Wange herunter. Ist doch schön, dann spürt man sich mal wieder. Ich find's wunderbar. Übrigens, schöne Grüße noch an Zimtstern. Er oder sie hat geschrieben, dass sie im Zug gerade sitzt und gerade laut gelacht hat und hat jetzt Angst, dass der komplette Zug ihn oder sie für komplett wahnsinnig hält. Schöne Grüße. An dich, in den Zug, in den RE, in den ICE, in die, was gibt's noch, transsibirische Eisenbahn. Kannst ja gerne mal schreiben, von wo nach wo du fährst, das interessiert mich privat. Achso, ich muss den Link posten, so. Und stimmt ab. Ich bin sehr gespannt, wer gewinnen wird. Text oder Performance? Ich finde aber auch wirklich aktuell, dadurch, dass es auch nochmal so heiß ist, gut, du hast ja irgendwie dir Vorschub auch schon geholt, aber bei mir ist es so, ich habe jetzt ein Bier getrunken, 2 Flaschen Wasser und ich bin so, hoffentlich sind die Leute überzeugt von meiner Performance, ich habe so Durst, aber ich will auch kein Wasser, ich will schon Bier. Weil du bist als nächstes dann gleich dran. Ja, ich darf ja auch nochmal. Aber erst noch die Abstimmung, es gibt eine Tendenz. Aber wir müssen bis zur letzten Auszählung warten. Die letzten Kisten kommen hier noch rein, werden ausgekippt und die müssen auch noch gezählt werden. Denn jede Stimme zählt, wie beim Eurovision Song Contest oder Bundestagswahl. Oder ich glaube, langsam können wir es so machen. Bei Twitch fragt jemand, wird es je einen Text geben, der besser als Jan Philipp sein wird? Auf jeden Fall. Also ich danke für das wunderbare Kompliment, aber es gibt so viele geile Sachen, vor denen ich auch davor stehe und
und das uns so geil finde. Also zum Beispiel in einem Text von dir, einer meiner Lieblingswitze aller Zeiten. Ich weiß leider nicht mehr, welcher Text es ist genau, aber du sagst in einem Text, sie gaben ihm einen biblischen Namen, sie nannten ihn Psalm 17. Das ist so gut. Dankeschön. So toll. Dankeschön. Aber ich kann auch dir was Gutes, was Nettes zurückgeben. Und zwar hast du die Abstimmung gewonnen mit 734-7. Da hast du jetzt ein weiteres Bier dir erkämpft. Aber die 7 Wolle-Petri-Fans sind einfach die 7 Wolle-Petri-Fans. Mal gucken, ob wir die jetzt verschreckt haben oder ob die wiederkommen. Danke. Auf jeden Fall ist im Chat einiges los. Wird gefragt, bis wann geht der Stream? Lass dich überraschen, bis wir Feierabend machen. Als wüssten wir das selber. Wirkt das hier so, als hätten wir ein Konzept. Schauen wir mal. Es hat auch wirklich so vom reinen Gefühl, ist es halt so, nö, ich treffe mich hier mit 3 Freunden von mir, trinke Bier, wir lesen uns Sachen vor, aber gucken uns dabei nicht an. So wie man halt in eine Kneipe geht. Hey Uli, du bist dran. Okay. Zimtstern ist übrigens in der S3. Oh, welche Richtung? Die gute oder die schlechte? Also, was ist die schlechte? Nach Bamberg? Nee, die schlechte ist nach Pinneberg. Die gute ist Reeperbahn aussteigen und gucken, was noch geht. Stimmt, seit heute kann man auch, glaube ich, haben die Etablissements auf der Reeperbahn wieder auf. Oder was meinst du mit Etablissements? Also Außengastro und Kneipen und so darfst du ja schon länger, aber es gibt auch andere Etablissements. Viel Spaß jetzt mit dem nächsten Text von Hinnerk Köln. Danke, dass du mich gerettet hast. Das wäre ganz unangenehm geworden, wenn ich weiter geredet hätte. Ich habe hier ein Buch, das im Büro vorbeigebracht wurde. Es trägt den Titel Das Jungen-Fragebuch Wachsen und Erwachsenwerden von Silvia Schneider und Katrin Warnstedt. Und Klappentext, also erstmal kostet es für Interessierte kostet es bummlichen 10er. Erwachsen werden, wie geht das eigentlich? Woran merke ich, dass ich in der Pubertät bin? Warum komme ich jetzt oft mit meinen Eltern nicht klar? Was passiert beim ersten Mal? Alles interessante Fragen, die ich auch gerne beantwortet gehabt hätte. Fragen, die Jungs im Alter zwischen 12 und 15 Jahren besonders interessieren, finden im jungen Fragebuch eine Antwort. Na, da gucken wir doch mal. Eingeknickt ist folgende Seite. Sind Drogen wirklich so schlimm? Wir leben in einer Gesellschaft, in der Drogen so alltäglich sind wie Essen und Trinken. Okay, das... Ich weiß nicht, ob ich das so lange durchhalte. Damit sind Naturdrogen gemeint, wie Arzneien aus pflanzlichen und tierischen Stoffen oder aber auch Kaffee, Tee, Cola. Hinzu kommen Drogen wie Nikotin, Alkohol, synthetische Arzneien, Koks, Hasch, Heroin, Ecstasy und Crystal Meth. Gerade in der Welt der Jugendlichen spielen Drogen eine zunehmende Rolle. In der einen oder anderen Weise wirst du auf Drogen treffen. Alle Drogen über einen Einfluss auf das Nervensystem aus. Fast alle Drogen machen abhängig. Wer einmal damit angefangen hat, kommt nur schwer wieder davon los. Dem schlechten Beispiel vieler Erwachsener folgend, greifen auch Jugendliche immer häufiger zu Drogen. Ole, ole, herzlich willkommen bei Lesen für Bier. Alkohol, Zigaretten und Medikamente sind dabei die unauffälligsten, weil sie von vielen Menschen konsumiert werden. Mhm. Alkohol ist die verbreiteste Droge, weil es eine relativ billige Möglichkeit ist, sich in eine gehobene Stimmung zu versetzen. Alkohol trinken als Challenge auf Facebook liegt bereits seit einiger Zeit im Trend. Seine Ausführung nimmt jedoch immer extremere Ausmaße an. Mittlerweile sind sogar eine Jugendliche beim sogenannten Komasaufen gestorben. Das ist doch schon länger her, oder? Wann ist das? Das würde hier irgendwo stehen. 2015. Da war es auch schon eine Weile her. Ja, das ist nicht aktuell, ich kann es nicht empfehlen. Aber ist auch im Überreuter Verlag allgemein nicht mein Verlag, sage ich jetzt hier auch ganz offen. Das Thema Alkohol ist generell nicht ganz einfach zu behandeln, denn Alkohol ist eine gesellschaftlich weitestgehend anerkannte Droge. Auf nahezu jedem Fest oder Lesen für Bier Livestream werden alkoholische Getränke angeboten, auch von fast allen Erwachsenen genossen. Gewöhnlich wächst man heutzutage schon mit dem Gedanken auf, dass Alkohol zu einer fröhlichen Runde dazugehört. Er wird ja auch öffentlich so beworben. In geringen Mengen getrunken kann er tatsächlich zu einem entspannten Grundgefühl beitragen. Wie viel man von ihm verträgt, muss man allerdings allein herausfinden. Damit solltest du dir allerdings Zeit lassen. In jungen Jahren braucht es naturgemäß wenig und es bringt nichts, gegen den eigenen Körper zu arbeiten, indem man aus irgendwelchen Gründen auch immer versucht, ihn zu überlisten und ihn eigentlich nur vergiftet. In den meisten Fällen schmeckt Jugendlichen anfangs auch Alkohol nicht. Du solltest an dieser Stelle wirklich auf den eigenen Körper hören und in nichts reinzwängen, was du natürlicherweise nicht magst. Als wenn irgendein Jugendlicher das liest und sich denkt, ne, mit 16 werde ich auf jeden Fall bei meinem stillen Wasser in der Dorfdisco bleiben. Mal gucken, ob da noch irgendwas Gutes drin steht. Bisher finde ich das alles größtenteils Quatsch.
Ja, ja. Später wird es sich wahrscheinlich ändern und wenn nicht, umso besser. Du tust deiner Intelligenz einen großen Gefallen, denn besonders bei Jugendlichen wirkt sich Alkohol auf das Gehirn aus. Es befindet sich ja noch im Reifungsprozess. Die Gehirnregion Hippopotamus, die für die Speicherung von Gedächtnisinhalten zuständig ist, kann durch dauerhaften und überhöhten Alkoholkonsum, vor allem beim Komasaufen, schrumpfen. Dem stehe ich tatsächlich persönlich entgegen, weil sowohl Johann Fleur als auch Jan Jupp Zimdi und Lara Wahl trinken durchaus viel und wir sind alle sehr, sehr gut mit unserem Kurzzeitgedächtnis. Ich würde sagen, das Ding geht auf 4 Seiten. Ich glaube, ich höre jetzt lieber auf. Danke für das Learning, danke für diesen Impuls, sagt man, glaube ich. Hinak Köhn! Ups. Ja, ich finde es irgendwie, also ich hab das gelesen und dachte so, oh, Drogen, ja, komm mal gucken, da steckt bestimmt was Lustiges drin. War überraschend negativ gegenüber eingestellt. Also ich unterstütze keinen Drogenkonsum, aber ich unterstütze schon Bierkonsum. Was ich am krassesten fand, war die Formulierung, Tabak und Alkohol sind am unauffälligsten, weil sie die meisten Leute konsumieren. Ich mochte aber auch... Eigentlich ist es überall und darum merkt es niemand. Ich mochte aber auch sehr, sehr gern, wahrscheinlich schmeckt es dir als Jugendlicher nicht und das kommt erst später. Das ist ziemlich genauso stark. Ja, mach dir keine Sorgen, das kommt schon noch. Einfach weiter üben. Aber das ist so ein Buch, das schenken Eltern ihrem pubertierenden Jungen und denken, er würde es lesen. Ja. Also das ist ja vor allem hinten im Buch. Also man fängt ja an mit dem Vorwort oder was da drin steht und dann hört man auch ganz schnell wieder auf, oder? Ich finde auch ganz komisch, wie das aufgeteilt ist. Die Einleitung ist unter dem Titel Erwachen, dann kommt Ich, dann kommt Männlich, dann kommt Hashtag Liebe und am Ende steht Wach. Und ich finde, das klingt alles so, als wenn das von so einer christlichen Sekte rausgegeben wurde. Klingt nach Sekte, ja. Kann es nicht sogar sein? Ich finde, es klingt eher so, als ob es so ein Buch ist, womit man absichtlich irgendwie, wenn man seine Kinder hasst und keinen Bock hat, irgendwie Verantwortung für die Erziehung zu übernehmen, dann gibt man denen einfach so das Buch und sagt, nee, ich habe den Jungen doch alles beantwortet, da war doch das Fragebuch mit dem. Mach den Router aus. Dann bist Nein. So, jetzt. Silvia Schneider war verantwortliche Redakteurin des Ressorts Wissenschaft und Medizin bei großen Hamburger Medien. Sie lebt jetzt in Eckernförde. Oh. In deiner Silvia Heimat. Silvia Schmidt. In Mutti. Deiner Heimat. Mutti, kennst du Silvia? Guckst du gerade zu, Mutti? Wenn du Silvia kennst, ich will sie kennenlernen und ihr sagen, und dann werde ich ihr mal den Kopf waschen. Wow. Ob ihr Hinak den Kopf waschen möchtet, weil euch seine Performance nicht gefallen hat oder ob euch der Text besser gefallen hat. Leute, Abstimmung. Es ist wieder Zeit für eine große Abstimmung. Moderieren macht, Überleitung machen eigentlich am meisten Spaß. Hier ist jetzt der Link bei Twitch, weil die sind ein bisschen flotter. Und dann gucke ich mal rüber zu YouTube, was da noch so abgegangen ist. Dachgeschoss, ich fühle mit euch. Dankeschön, aber wir machen das auch aus Liebe zur Kunst. Da hilft nur üben, üben, üben. Ist, glaube ich, nicht auf deinen Vortrag gemünzt, sondern auf Alkohol. Hinak hätte den Text mal in seiner Rolle als Schluck vorlesen müssen. Ah, das ist so ich habe einen Podcast namens Normale Möwe, ihr könnt gerne reinhören. Dabei genau, und die Abstimmung läuft jetzt auch bei YouTube. Da könnt ihr abstimmen, was euch besser gefallen hat. Der Text, ja, das Ding ist, oder wenn, die Performance. Wenn ich das so vorgelesen hätte, dann hätte ich wahrscheinlich hyperventiliert, weil Schluck ist als Charakter immer so, nein, das geht alles nicht, oh mein Gott, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und ich glaube, dann wäre ich umgekippt. Das wollen wir nicht. Ja, weiß ich nicht, kommt drauf an. Es wäre nicht zuträglich für die Veranstaltung, aber es hätte auf jeden Fall einen geringen Gag-Faktor, wäre schon dabei. Und mit geringem Gag-Faktor gewinnt man kein Bier. Die Abstimmung läuft. Es gibt eine Tendenz, aber wir warten natürlich noch, bis alle Antworten, bis alle Abstimmungen reingeflattert gekommen sind. Ich sehe das hier vor mir auf meinem großen Bildschirm. Und überbrücke jetzt noch ein paar Sekunden, indem ich nochmal gucke, was im VIP-Chat bei Twitch los ist. Ja. Einiges. Ansonsten grüße ich noch die Leute, die von Rocket Beans, nicht Red Bull TV, von Rocket Beans TV und zugucken. RB Love an euch, weil letzte Woche liefen die ersten beiden Slams dieses Festivals bei Rocket Beans TV. Die nächsten beiden Ausgaben, die dritte und vierte, die auch schon absolviert worden sind in den letzten beiden Wochen, kommen dann am Sonntag, sprich am 20. Juni, ich glaube 17 Uhr irgendwas oder so, guckt einfach die ganze Nacht Rocket Beans TV, da kommen dann die beiden Slams. Und da schöne Grüße auf jeden Fall auch an alle Leute, die von da zuschauen. Fimorph schreibt bei YouTube, bei Twitch, ich habe mal für Performance gestimmt, der Junge braucht Bier. Und ich kann dir sagen, so haben viele gedacht, und du hast die Abstimmung gewonnen, Hinak, herzlichen Glückwunsch. Ich muss was schlucken, meine ganze Kehle ist so trocken, es ist, als wenn ich Sand gegessen hätte.
Ja, das war jetzt quasi die erste Runde Lesen für Bier. Bisher textlich top, aber was wir daraus gemacht haben, war auf jeden Fall eine schöne Sache. Oh, ja, stell's mal hin, ich hol's mir gleich wie so ein Hund. Nee, aber bisher haben wir auf jeden Fall, wir führen auf jeden Fall gegenüber den Sachen, die also wir sehen uns hier auch als Team, ne? Das ist hier schon so ein bisschen Korpsgeist. Also wir sind auf jeden Fall ganz vorne mit dabei von Korpsgeist. Ich möchte mich von dem Begriff distanzieren, ich wiederhole das nicht mehr. Teamgeist ist es. Dementsprechend gehen wir jetzt in die zweite Runde und wir bleiben in der Auftrittsreihenfolge und ich freue mich schon auf die nächste Performance von Letizia Wahl. Ich habe gerade so das kleine Problem, dass ich irgendwie jede Sekunde denke, ich müsste gleich mal richtig laut rülpsen. Mal gucken, ob das den Text was abtut oder nicht. Ich habe jetzt tatsächlich, würde ich gerne ein kurzes Gedicht von Ephraim Lessing vorlesen und würde es, glaube ich, gerne Hinnerk widmen. Es ist die Antwort eines trunkenen Dichters. Vielleicht wird es auch so ein Performance-Ding. Und du äckst jetzt dein Bier dabei. Ich hol's kurz. Aber du musst es auch gar nicht tun, ne? Hä, alles für die Live-Show. Okay. Also, es geht. Na, das ist ein Achtzeiler. Nein, du musst aber also. Ein trunkener Dichter leerte sein Glas auf jeden Zug. Ihn warnten seine Gefährten. Hör auf, du hast genug. Bereit? Vom Stuhl zu sinken, sprach der, jetzt musst du sagen, du bist nicht klug. Du bist nicht klug. Zu viel kann man wohl trinken, doch nie trinkt man genug. Ah, Lessing, die alte Hundelunge. Du hast es das war eine ganz schlimme Idee. Tut mir leid. Es ist einfach auch überhaupt nicht jugendfrei, was wir hier alles veranstalten. Sexpuppen, Alkohol. Johannes Fleur. Sexpuppen, Alkohol, Johannes Fleur. Komische Reihenfolge. Hey, ich mache einfach direkt weiter, um vor diesem unangenehmen kurzen Dialog abzuwenden, mit einem kleinen Gedicht. Das Gedicht wurde eingereicht und ich würde das Gedicht aber auch gerne, weil es um die Weihnachtszeit geht, etwas poetisch einläuten mit einem Zitat von Rolf Zukowski, damit wir jetzt vom Sommer in den Winter ankommen. Es wird jetzt ganz traurig, Leute. Eins. Januar, Februar, März, April, die Jahresuhr steht niemals still. Mai, Juni, Juli, August wecken uns alle die Lebenslust. September, Oktober, November, Dezember und dann Weihnachtszeit. Oh Baby. Okay, das habe ich dazu gefügt. Ich liebe Weihnachten und den Advent. Leider aber nur meine Birne brennt. Für Kerzen habe ich keine Zeit, denn Latein, optional, Mathe, Physik, Geschichte und so weiter, bereiten mir sehr, sehr viel Leid. Schnitt. Der Winter ohne Schnee tut mir gar nicht weh, denn alles, was ich sehe, sind Gleichungen mit C. Schnitt. Also, warum Weihnachten feiern? Plätzchen sind doch auch nur chemische Formeln. Wozu Geschenke einpacken? Papier kann auch beschrieben werden im Meer der Gemütlichkeit. Kann ich mich nicht treiben lassen? Ich brauche einen Rettungsschwimmer im lateinischen Wörthersee. Ein Kreisringberechnung mit 4 Zylinder. Bei anderen Leuten heißt das Adventskranz. Ich freue mich auf den 21. Den 21. Da habe ich nur 1, 2, 3 Stunden. Und dann habe ich diesen ganzen Mist endlich überwunden. Dankeschön. Man will immer direkt klatschen, ne? Letizia Wahl. Letizia Wahl, meine Damen und Herren. Der Impuls da, man will applaudieren. Ja. Also ehrlich gesagt, jetzt gerade hätte ich auch Arschbock auf Weihnachten. Oder auf jeden Fall, also ich meine, Hamburg ist ja wirklich so der Ort, wo es auch nicht wirklich richtig doll kalt wird. Hier ist es dann irgendwie immer noch so, es gibt keinen Schnee, es ist irgendwie okay. Und jetzt einfach nur, ich würde mich so freuen, wenn es jetzt einfach nur so 10 Grad weniger wäre. Vielleicht kannst du auch einfach unten kurz fragen, ob du deinen Kopf mal in den Gefrierer legen kannst oder so. Entschuldigung, was macht der Mann da? Nein, der gehört zur Besatzung, der ist beim Team, das ist schon okay.
Ganz wichtig ist, Hinek, dass ich hier von inzwischen zwei Leuten aus dem Twitch-Chat sagen soll, dass denen dein Shirt sehr gut gefällt. Oh, danke sehr. Wo hast du das her? Aufgetragen. Sehr gut. Ja. Nein, ich kauf wenig neue Klamotten. Da die kleine Lou Dellert in mir, die ist einfach total dahinterher. Nee, tatsächlich, ein Kumpel von mir hat einfach ausgemistet und ich habe einfach alles übernommen und das, was ich nicht gebraucht habe, habe ich dann zur Hanseatic Help gegeben. Ja, Mann. Sehr gut. Ja, Message. Total überflüssig, aber gut. Gut, dass wir. Aber ja, es ist auch ganz toll. Insbesondere, ich habe es extra mitgenommen, weil das Muster versteckt so ein bisschen, dass es eigentlich. Also eigentlich klebt es ganz doll und es ist komplett nass und es ist ganz, ganz schlimm. Stimmt, es ist warm hier, ne? Ja, ach, ist mir noch gar nicht so aufgefallen, doch. Johannes. Wenn man mal die Augen zumacht und sich. Und Muster ist immer toll, wenn man doll schwitzt, weil die Leute denken eher so, ach, was für ein hässliches Muster, als dass die Leute denken. Die Leute lieben es, ja, ich weiß. Als dass die Leute denken, der schwitzt aber ganz doll. Das sind die Kleinigkeiten im Leben. Ich sitze alleine in meinem Zimmer und habe laut applaudiert. Das ist gut. Danke, Sophia. Das ist angekommen. Der Verfasser des Textes studiert wahrscheinlich Chemie oder Mathematik? Bestimmt. Grüße gehen raus. Leute, studiert. Dann müsst ihr nicht bei 40 Grad Texte voll. Denn jetzt kommt die nächste Abstimmung. Ja, Leute, wirklich, lernt was Ordentliches. Jetzt, wo ich hier gerade in diesem Moment sitze, spüre ich es deutlicher als je. Ich wäre jetzt echt gern Schreiner oder sowas. Ja, wirklich, ne? Oder irgendwas, wo es klimatisiert ist. Ja. Callcenter-Mitarbeiter. Ja. Das ist ein toller Beruf. Klimaanlagenmann. Ich bin der Klimaanlagenmann. Ja. Klingt wie ein Song von, klingt auch wie ein Song von Rolf Zukowski. Achso, ich hatte von Helge, ich bin der Klimaanlagenmann. Ja, jetzt, nach Telefonmann. Ich hatte es an den Bofrost-Mann erinnert. Oh. Ja, der muss auch schön haben. Es gibt ein Bofrost-Lied? Ja, wir warten. Jetzt auf jeden Fall ist es nicht von den Ärzten? Das Bofrost-Lied? Ja, die Toten Hosen. Die Toten Hosen. Ah, ja, ich weiß, Ärzte und tote Hosen. Jacke wie Hose, ne? Der Bofrostmann. Ich dachte, den gibt's gar nicht mehr. Und sie sagt nur, hallo Liebling, die Tiefkühltruhe war leer. Ja, ich glaube, es geht darum, dass der Bofrostmann am Ende dann irgendwie dann das Kind gezeugt hat oder so. Ah. Nicht verraten. Die Leute wollen das Lied noch hören. Das ist wie die Geschichte vom Mann im Mond von dem Prinzen. Dieses, manchmal wird der Mann im Mond für seinen guten Dienst belohnt. Und es geht aber eigentlich nur darum, dass der Mann im Mond eine Metapher dafür ist, quasi für den... Von der Ehe quasi der Betrüger. Ich weiß. Oder nicht der Betrüger, ist der falsche Begriff, aber diese Affäre quasi. Ja. Und wenn man das mal so hört, ist es mega spannend. Ich weiß, die Prinzen sind auch wirklich eine sehr korrekte Band, auch von der politischen Einstellung und so, aber ich zuck irgendwie trotzdem zusammen, wenn ich den Song höre und dann kommt das alles ist Deutschland. Ojo. Natürlich, sie sagen ja auch, ja, hier gibt es auch Nazis und so, aber trotzdem ist das so ein bisschen so, ich will nicht so laut Ojo rufen, wenn jemand Deutschland schreit. Ojo, ich finde das total faszinierend, wenn sich herausstellt, dass ein Song eigentlich eine Metapher ist, weil ich kriege sowas eigentlich nie mit. Ich habe gestern gelernt, dass Pokerface von Lady Gaga eine Sexmetapher ist. Oh, wirklich? Und sie singt auch tatsächlich im Refrain, zuerst singt sie Papa Pokerface und dann singt sie Fa-Fa-Fucker-Face. Das habe ich bei TikTok gesehen. Was? Hat mich meine Schwester darauf aufmerksam gemacht, die das wahrscheinlich auch auf TikTok gesehen hat. Und ich wäre in einer Million, hättest du mich gefragt, worum geht es in Pokerface von Lady Gaga? Da ist eine Frau, die spielt gerne Poker. Das wäre meine Analyse von Pokerface gewesen. Ja, wobei, also man muss dazu auch sagen, auch von Lady Gaga ist ja natürlich der große Satz, let's have some fun, this beat is sick, I wanna take a ride on your disco stick. Also vielleicht waren da schon immer Parallelen, die man nicht so direkt gesehen hat. Das habe ich jetzt nicht so verstanden, kannst du mal erklären? Also, da ist die Disco-Stange. So, es gibt die Bienchen. Nein, okay. Ja, was? Gibt es schon ein Ergebnis? Haben wir überhaupt schon angefangen abzustimmen? Ich kann beide Fragen beantworten. Es gibt ein Ergebnis, aber ich habe den Link gar nicht in die Chats gestellt. Es gab aber trotzdem 14 Leute, die abgestimmt haben. Ich finde, das zählt. Hä, aber wie geht das? Ja, weil es immer der gleiche Link ist und irgendwelche findigen Fuchse. Aber auf F5 gedrückt. Haben einfach auf F5 gedrückt und es gab 15 Leute, die es gemacht haben. Ich finde, es zählt. Vor allem, weil die Performance gewonnen hat. Das heißt, hast du was vorgetragen? Du? Wer hat was vorgetragen? Du hast ein Bier getrunken. Ja, Leute, es ist auch heiß. Ich habe jetzt schon 5 Promille. Also vielleicht jetzt nochmal wirklich, gewonnen, Alkohol ist böse.
Das kann wirklich was mit einem machen. Wir wollen das hier nicht so doll verherrlichen, aber es macht auch fucking Spaß. Die Dosis macht das Gift, nicht? Unser Verleger sagt immer, trinkt nicht mehr, als mit aller Gewalt in euch hineinpasst. Ja. Carsten, Grüße nach Paderborn. Liebe Grüße an Carsten. Bald auch mein Verleger, sehr schön. Doch nicht verraten, Hinder. Naja, als wenn jetzt jemand denkt, ah, ja, klar, Carsten. So, that's it. Ja gut, dann machen wir weiter mit der nächsten Performance. Ich bin sehr gespannt. ich wünsche euch viel, viel Spaß vor den Empfangsgeräten mit Jan Philipp Zimny. Hallo, ich bin es wieder, Marcel Reich-Ranitzky. ich habe einen Text ausgesucht von Björn Schomaker. Er trägt den Titel Ich frage Sie direkt, können Ameisen träumen? Und ich möchte den vorlesen wie ein verrückter Wissenschaftler, der einen TED-Talk hält. Ich hoffe, ich tue dem Text damit nicht unrecht. Ich frage Sie direkt. Können Ameisen träumen? Herzlich willkommen zu meinem TED-Talk. Nein, werden Sie jetzt vielleicht denken, Ameisen sind kleine Tiere, die nur herumlaufen und ihren Instinkten folgen. Instinkte wie Futter sammeln, Ameisenbabys gebären. Ich fühle mich ein bisschen wie Andi Strauß. Aber das gefällt mir, ich mag Andi sehr gerne. Ameisenbabys gebären, alltägliche Dinge eben im Leben einer Ameise. Doch, ich frage Sie nochmal, können Ameisen träumen? Haben Sie Ameisen träumen gesehen? In Ihrem persönlichen Leben saßen Sie an Ihrem Picknickkorb und sahen Ameisen, die interessiert zum Himmel geschaut haben? Eine Ameise, die von Meer geträumt hat? Wohl kaum. Ich sage wohl kaum. Daher Ihre Vermutung, dass Ameisen nicht träumen können. Habe ich recht? Stimmen Sie mir zu? Natürlich. Sagen wir einmal als Gedankenbeispiel, Ameisen könnten träumen. Hätten Sie es gemerkt? Ich formuliere es um. Wovon träumen Sie? Von einem besseren Leben, von einem erfüllten Leben, einem Job, der einem Halt gibt? Oder haben Sie es bereits? Aber zufrieden sind Sie nicht. Zu viel Unheil auf der Welt, zu viele Kriege, durchstreichen das Land, Corona, Impfpolitik, alles Themen, die einen begleiten, alles Themen, die nicht nur Sie begleiten als Individuum, meine Damen und Herren, als Menschen in einem großen System, Ameisen, Pflanzen, die Natur an sich, alles gehört dazu. Wir als Menschen sind nur da drin und denken, wir sind das Individuum und denken, nur wir könnten träumen. Doch die Ameise, die direkt vor der Haustür sitzt, wartet auf das heruntergefallene Brot. Die Ameise, diese Ameise wird vergessen. Es wird gesagt, nur meine Probleme sind bedeutsam, die Probleme der Ameise, die Träume, vergessen wir. Nehmen wir uns einmal Zeit für die Ameise. Das ist ein so schöner Satz. Nehmen wir uns einmal Zeit für die Ameise, die vor der Haustür sitzt und das Brot zu ihrer Familie in ihre Unterkunft bringt. Welche Probleme beschäftigen die Ameise? Hungersnot? Ausrottung? Angst vor dem nächsten Unkrautgiftstrahl, den ich selbst entwickelt habe? Nebenbei bemerkt. Ich fordere mehr Aufmerksamkeit für diese Ameise. Ein Leben voller Graus, voller Untaten. Wir trampeln als Nichtsnutzer auf die Ameise drauf und befassen uns mehr mit der Frage, wovon wir träumen und weniger, wovon die Ameise träumt. Aufhören! Aufhören fordere ich. Aufhören und die Träume der Ameise. Entschuldigung. Habe ich kurz ein Bäuerchen gemacht, es tut mir leid. Hier, zurück in die Rolle. Aufhören, fordere ich, aufhören und die Träume der Ameise deuten, die Lebensumstände der Ameise verbessern. Ich fordere weg von der eigenen Träumerei hin zur Träumerei der Ameise.
hin zur Lebensverbesserung der Geschöpfe um uns herum. Lass uns die Ameise doch wenigstens einmal anhören. An der Träumerei der Ameise teilhaben, die Ameise wertschätzen, Zeit nehmen zur Problemverbesserung, weg von uns hin zur Umwelt. Können Ameisen träumen? Ich frage sie erneut. Und ob? Die Unterdrückung durch uns, die ewige Suche nach Essen, das ist kein Grund, als Ameise zu leben. Ein Traum ist nur eine Wunschvorstellung, die nie in Wirklichkeit kommt. Ein Sehnen von etwas, was nie erreicht wird, weil wir der Ameise das nicht bieten. Da liegt doch das Problem, meine Damen und Herren. Nicht mal unsere Ameise vor der eigenen Haustür. Strategien? Fehlanzeige. Die Probleme und Träume der Ameisen sind bekannt. Doch Forderungen und Taten bleiben aus. Werden zur Seite gelegt. Der RKI-Wert ist bei 100. Diese Zahl ist mehr in unseren Köpfen als die Probleme der Natur vor unserer eigenen Haustür. Traurig. Traurig. Ich möchte mit der Ameise wachrütteln. Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier an den Empfangsgeräten. Ich möchte Sie mit der Ameise wachrütteln, aus unserer Komfortzone heraustreten. Und nun steht gemeinsam mit mir auf für die Ameise, für die Umwelt. Ich möchte in lauten Chören hören, bessere Lebensumstände der Ameise. Lauter, dass ich Sie bis Hamburg hören kann. Größeren Fokus auf unsere Umwelt. Ihr lasst mich hier massiv. Umwelt. Ja. Umwelt. Lauter. Umwelt. Mehr Ameisenvielfalt. Vielfalt. Lauter. Und nun, meine Gäste, gehen wir raus in die Natur und denken darüber nach, ob der Traum der Ameise nicht doch erfüllt werden kann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Jan-Philipp Zimny. Das war schön. Das ist ein schöner Text. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe schon sehr viel Interesse jetzt auch an dem weiterführenden Thema. Also wenn die Person, die den Text eingereicht hat, sich nochmal bei mir persönlich melden würde, ich wäre sehr, sehr begeistert. Ja. Johannes, was geht im Chat? Ja, einiges. Wie viele Ameisenfragen sind aufgekommen? Einige. Die Leute sind Ameisenfans, aber auch Jan-Philipp-Fans mischen sich bei einer Person im Chat die Lachtränen mit dem Schweiß. Weiß ich genau, was das für eine neue chemische Verbindung ist. Vielleicht heilt die auch irgendwelche Krankheiten. Ist auf jeden Fall was ganz Neues. Es wird auch mitgelitten mit Jan-Philipp. Ich soll dir Wasser geben. Ja. Das hast du dir verdient. Also vielleicht verdienst du dir gleich auch ein Bier. Das werden wir dann bei der Abstimmung sehen. Ansonsten ist es mir noch ein privates Bedürfnis, hinzuweisen auf den 25. Juni. Das ist ein Tag, der voraussichtlich nächste Woche stattfinden wird. Da ist das große Finale des... Wenn du nicht gelacht hättest, hätte es niemand gemerkt. Und zwar ist das ein Tag, an dem das große Finale des Stream of Poetry Slam stattfindet, den ich dann nächste Woche mit Paulina Behrendt wieder moderieren werde. Da treten dann die Siegerinnen und Sieger der letzten 4 Wochen gegeneinander an. Und zwar sind das Theresa Reichel, Jule Weber, Lukas Wieter und Florian Hacke, wenn ich mich nicht vertue. Seid überrascht, vielleicht ist noch jemand ganz anders da. Jedenfalls werden die den Titel ausmachen, wer hat dieses Festival gewonnen. Und Karten kriegt ihr nur auf dringeblieben.de. Das ist eine Internetseite, die ihr ansurfen könnt. Da könnt ihr euch dann ein Ticket kaufen, denn das Ganze ist dann hinter der Paywall. Das könnt ihr euch nur ansehen, wenn ihr da Eintritt für bezahlt. Das Ganze fängt um 8 Uhr an, wie heute auch, wie die letzten Wochen auch, die Veranstaltung hier. Und ansonsten war hier noch was ich erwähnen wollte. Nur kurz gucken, ist viel los im Chat. Achso, ich grüße Bastian, der gerade erst eingeschaltet hat zu dieser Veranstaltung und der jetzt nochmal ganz von vorne anfängt. Das heißt, Bastian, wenn du das jetzt hörst, ist es schon wieder eine Stunde. Bastian, viel Spaß auf jeden Fall mit der Veranstaltung, die du jetzt im Chat noch anschaust. Das war origineller als der eigentliche TED-Talk, schreibt Cornelius noch zum Auftritt gerade. Für den es auch wieder ein Voting gibt. Ach ja, stimmt, Voting. Ich stelle euch den Link nochmal in den Chat. Es geht jetzt los. Luke fängt jetzt an, auf den Button zu klicken. Es ist der gleiche Link wie immer. I'm dying. Bitte? Ich fühle es, ich sterbe gerade. Wie lange sind wir schon hier? 1,5 Tage? Also sagen wir so, also in Stunden ja, aber es fühlt sich auch an, als wenn wir gerade als Karawane durch die Wüste ziehen. Ja. Es ist, willst du auch, also ich würde dir mein Handtuch anbieten, aber es ist nass. Es ist nicht sicher. Es wird nichts bringen. Es ist nicht sicher. Ich danke euch von Herzen.
Bitte stimmt alle für den Text. Ich kann nicht mehr trinken. Also Wasser, ja, aber... Aber wie, würdest du einen TED-Talk machen zu einem anderen Thema? Ich würde mega gerne, ich würde so gerne einen TED-Talk machen, aber zu einem wissenschaftlichen Thema, das ich mir ausgedacht habe, einfach so. So ein, einfach eine 20 Minuten nur Quatsch, ja. Aber es klingt halt alles so mega seriös. Ja. Apropos Quatsch, der seriös klingt, das ist der Roman von Jan-Philipp Flügel. Er heißt Henry Frotti, sein erster Fall, Teil 2, das Ende der Trilogie. Das könnt ihr immer noch gewinnen, wenn ihr was in den Chat schreibt. Ich habe vielleicht schon ein oder zwei Favoriten mir rauskopiert. Aber noch habt ihr die Chance, theoretisch dieses Buch zu gewinnen mit einem lustigen, schönen, romantischen, pathetischen, leckeren Kommentar. Mehr Adjektive kenne ich nicht. Und jetzt ist aber gleich langsam auch schon die Abstimmung vorbei für das jetzige. Und ja, und tatsächlich hat die Performance gewonnen gerade. Das heißt, du hast ein Getränk deiner Wahl gewonnen. Ich wünsche mir den Winter. Als Getränk. Und hier ist er. Da kommt der Winter. Hallo, ich bin der Winter. Nein, weiß ich nicht. Ich glaube, du hast jetzt ein Bier gewonnen. Mhm. Ah, guck mal, wie lecker es dich schon anlächelt. Du ja, darfst dich auch nicht wehren. Es ist ein, wenn du dich wehrst, wird es zum Feind. Prinzipiell ist es ein Freund. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Hinnerk überhaupt kein Problem hätte, dir diesen Ballast abzunehmen. Wenn du es gar nicht willst. Ja, weil ich habe mein anderes gerade erst angefangen und... Das ist ja nicht im Sinne der ZuschauerInnen. Ja, okay. Ich, lass es doch da mal stehen. Das ist, lass Leute, es richtig das schal ist mein, werden. Mein letzter Abend heute Abend. Aller Zeiten. Soll ich dich morgen anrufen sonst? So, wenn du aufstehen musst, so, hey, Jan-Philipp, ist alles okay bei dir? Ach komm, gib her, ich kann das doch nicht mit ansehen. Du quälst dich auch wirklich. Du quälst, weißt du, für mich es ist es ja Glück. Es ist frappierend, wie unfit ich bin. Es ist unglaublich, ich merke es gerade so richtig. Ich habe, es ist auch ein bisschen traurig, weil das Gespräch, aber trotzdem ich will das jetzt halten. Ich will das jetzt halten und ich will jetzt meine Geschichte erzählen. Wo ist die Kamera? Also, ich habe über den Herbst und den Winter und das Frühjahr 2019 bis 20, bevor das ganze Corona-Ding losging, habe ich so krass abgenommen. Ich habe 20 Kilo oder sowas abgenommen und mit einem Personal Trainer zusammengearbeitet, was arschviel Geld gekostet hat. Und dann kam Corona und ich dachte so, das Geld für einen Personal Trainer habe ich jetzt nicht unbedingt mehr übrig. Und jetzt habe ich mittlerweile die ganzen 20 Kilo drauf und es ist also wieder drauf. Und es ist so deprimierend, unglaublich. Und es gibt keine Pointe am Ende von diesem Ding. Das ist einfach gerade mein persönliches Leid, das ich in diese Kamera erzählen möchte. Habt noch einen schönen Abend. Ja, gut. Aber die Leute sind froh mit dem, was sie sehen. Eva hat zum Beispiel in den Chat geschrieben, ich habe das Buch schon seit 6 Jahren, aber ich finde, ihr seht heute alle sehr zauberhaft aus. Ich verstehe jetzt nicht genau den Zusammenhang, also das eine mit dem anderen zu tun hat. Ich fühle mich auch zauberhaft. Du bist auch zauberhaft. Alle die Leute hier sind zauberhaft. Das ist eine schöne Runde. Gefällt mir gut. Und euch hoffentlich auch. Ich warte nur darauf, dass mein Bein, das ich überschlagen habe, einfach so wegflutscht. Weil es ist einfach, ich fühle mich so wie bei Avatar. Nee, ich bändige prinzipiell Wasser, aber dann bändige ich halt mich. Ich fühle mich einfach, als wäre ich ein kleiner, ich bin eine Pfütze. Das trifft es eigentlich sehr, sehr gut. Ich bin eine kleine Pfütze, die aber zufrieden ist, damit eine Pfütze zu sein. Ich will kein Teich sein. Ich will einfach nur, dass er aufhört zu schwitzen. Das ist das Einzige. Wer ist eigentlich dran? Ich bin dran. Du bist dran, ja. Ach, shit. Was sagt denn die Abstimmung über? Du hast ein Bier. Ist doch scheißegal. Ja, ich war gerade in meiner Pfützenmetapher so doll drin. Da habe ich mir einfach so viel vorgestellt. Ja, dann mache ich mal was, oder? Ja, und jetzt bringt er die Literatur zum Schwitzen. Macht einen großen Applaus zu aus. Ja, hier, Hinnerk Köhn. Ja, hier Hinnerk Köhn. Ganz schlimme Anmoderation. Ja, hier Hinnerk Köhn, viel Spaß. Text eingereicht. Da habe ich mich gleich verbunden gefühlt von einem Automobilkaufmann. Und mein Vater ist Automobilkaufmann. Und ich kenne diese Leute, das sind immer sehr schmierige Menschen, die versuchen, den Leuten so viel Geld wie möglich aus den Hosentaschen zu ziehen. Aber ja, deswegen fühlte ich mich direkt verbunden. Ich bin ja auch so ein tendenziell eher schmieriger Typ. Kurz zur Einordnung vorher, bevor ich zum eigentlichen Text komme, hat die Person geschrieben. Hallo, ich bin Automobilkaufmann und habe dem Herrn, von dem die folgende Mail ist, ein Auto verkauft. Er kam nicht zum vereinbarten Termin, sondern bereits einen Tag früher. Und eine Probefahrt wollte auch nicht, da er so sehr von dem Auto überzeugt war. Wir hatten außerdem auch zuvor keinen Mailkontakt, sondern nur telefoniert. Und er schrieb die Mail nicht an mich, sondern ans allgemeine Postfach. Naja, ich denke, das genügt eigentlich zur Einordnung. Hier der Text der Mail.
Ich habe das nur überflogen, aber ich glaube, so vom Typus her ist das so ein klassischer Martin Semmelrogge, der da, es geht um BMW, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ich glaube, Martin Semmelrogge ist so einer, der das macht. Ich lese es einfach jetzt als Martin vor. Sehr geehrte Damen und Herren, Herr Müller, hiermit möchten wir die verbindliche Bestellung von oben genannten Fahrzeugs stornieren. Wir lehnen eventuelle Ersatzansprüche Ihrer Firma ab und möchten Ihnen keine arglistige Täuschung unterstellen, sondern weisen auf eine sehr unzureichende Bearbeitung hin. Nach Ihrer Aussage des Werkstattmeisters sind nur Benziner betroffen und genau das Gegenteil ist der Fall. Nach Aussage von Ihnen, in Klammern, Telefonat heute Morgen, steht im Internet immer auch etwas Negatives über alle Fahrzeuge drin. Auch das stimmt nicht. Anscheinend hat er ein Problem, mir zuzuhören. Wir sagten ihm, ein Bekannter von uns ist jetzt 12 Jahre bei BMW Meister und der hat uns auch aufmerksam gemacht. Nachdem wir nun selbst nochmal ins Internet geschaut haben, Ergebnis mit Doppel-S, Ergebnis. Es steht nicht auch mal was Schlechtes über jedes Auto im Netz. Nein, es stehen aber volle 3 Seiten nur über N47 Steuerkette-Probleme. Und dessen sehr kostspielige Auswirkungen und ebenfalls 3 volle Seiten Verteilergetriebe-Probleme X1, X-Drive, Ruckeln beim Beschleunigen ab 100.000 möglich. Und das ist auch allgemein sehr kostspielig. Sogar bei Wikipedia. Ah nee, Entschuldigung, ist es falsch geschrieben, ich lese es vor. Sogar bei Wikipedia sind Artikel über jedes Problem zu finden. Ich habe uns dann am 10 Jahre BMW gefahren und nicht ein Problem gehabt. War aber in der Mitteloberklasse, lief damals ein bisschen besser privat. Hat jeder Hersteller irgendwo was Negatives, aber was mich eigentlich sehr ärgert, ist ihr Umgang damit, den Herr Müller von diesen gut bekannten Problemen noch angeblich noch nie was gehört hat. Und da kann man ein Profi, Profi ist mit V geschrieben. Geil. Und da kann man einen Profi schon die Frage stellen, wa? Nicht gewusst oder was? Fazit. Etwas mehr Geld in der Hand nehmen und ihr habt sehr schöne Modelle im Angebot. Und wie sich herausstellt, haben von unserem Bekanntenkreis schon welche Autos bei euch gekauft und sind sehr zufrieden. BMW, aus unserer Erfahrung heraus, das zuverlässigste Fahrzeug. Nur gibt es aber wohl mehrere BMW-Händler und wir möchten nun auch kein anderes Fahrzeug bei Ihnen kaufen. Vielleicht hat Ihr Verkäufer auch nicht den besten Tag erwischt. Alles gut, mit freundlichen Grüßen Max Mustermann und Melanie Mustermann. Als Anhang, Test, Autobild, bla bla bla. Das Schöne ist, die Person hat dann darunter geschrieben, der Kunde hat am nächsten Tag das Auto gekauft. Hinner Köln! Dem letzten Text heute. Oder? Oder wie sieht das aus? Wie bitte? Mit dem letzten Text. Mit dem letzten Text, ja. Also zeitlich sind wir tatsächlich jetzt gerade bei mir beim letzten Text gewesen. Genau. Ich möchte aber das natürlich mit einer Anekdote noch erfrischen. Gerne. Mein Vater ist Kfz-Mechatroniker und später auch Autohändler geworden. Also er hat mir schon ganz früh gezeigt, wie man den Kilometerstand mit einer Bohrmaschine zurückstellen kann und sowas. Ich war einmal bei so einem Verkaufsgespräch dabei und es sind die magischen Sätze gefallen, wo ich immer dachte, das ist doch ein Stereotyp aus irgendwelchen Filmen oder so. Aber nein, es kam alles drin vor. Nee, fassen Sie mal rüber. Echtes Leder stand bei so einem alten Ehepaar in der Garage. 20.000 runter, Max. Die sind nur zum Einkaufen gefahren. Und ich war so, Herr Vater, was machen Sie denn da? Um Gottes Willen, ich lebe eine Lüge. Hat er alles verkauft, ja. Ist jetzt in Pension, geht ihm gut. Aber trotzdem, großartig, dass alles irgendwie, jedes Stereotyp fußt immer auf Wahnbegebenheiten. Ja, ich habe jetzt gerade sehr viel für mich auch selbst das gerade erzählt. Vielleicht war es so ein bisschen wie mit deiner Personal Trainer-Geschichte. Ich wollte es einfach loswerden, Das fühle ich mich nicht wohl. Ich finde es gut, dass es hier heute Abend aber auch ein Abend ist, der uns Gelegenheit gibt, uns zu offenbaren und zu teilen und gemeinsam zu wachsen. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch, Renak. Wir können auch gerne nochmal so eine Kerze rumgeben und jeder redet kurz über den eigenen Gefühlszustand, so, wenn euch das hilft. Wenn ihr das wollt, kann ich am Ende auch noch eure Auras reinigen. Ja, meinen Salbei habe ich dabei. Ja, wir kriegen das, glaube ich, schon hin. Ich würde sagen, wenn wir jetzt alle gleich nochmal irgendwie zusammen ein Bier trinken, kriegen wir das schon irgendwie hin, dass wir unsere Chakren und das Qi zusammenbündeln können, um daraus was Größeres und Besseres zu machen. Ja, um die Welt zu heilen. Um die Welt zu heilen, ganz tief von innen heraus. Ich wollte gerade die Bierflasche an meinem Mund halten. Lesen für Bier ist immer eine Veranstaltung, die nicht nur uns Spaß macht, sondern vor allem auch euch, also in erster Linie schon uns. Das werden wir rausfinden, und zwar mit Hilfe einer Abstimmung, die wir jetzt im Chat starten werden, und zwar bei Twitch jetzt, beim
bei Twitch sind die Leute schneller, so zack, ist es der gleiche Link wie sonst auch. Und bei YouTube dann in ungefähr 3-4 Stunden. Da könnt ihr euch dann nochmal zu Gemüte führen, was ihr gerade gesehen habt. Es gab schon positive Kommentare zu deiner Martin Semmelrogge Imitation oder Persiflage. Genau. Oder Hommage. Es gibt, glaube ich, feine Unterschiede. Das müsst ihr selber herausfinden. Zack, bumm, hier ist der Link. Und da könnt ihr nochmal abstimmen, was euch ganz am Ende dann doch besser gefallen hat. Der Text an sich oder Hinnerks Performance. Da dürft ihr jetzt nochmal abstimmen. Es wird knapp. Es wird knapp. Das sehe ich jetzt schon. Jede Stimme zählt. Leute, geht wählen. Wählen gehen ist ein Privileg. Macht das jetzt auch im Internet. Dann seid ihr im September gut gerüstet und könnt an der Urne sagen, das habe ich doch schon mal gemacht bei mentimeter.com bei den irren Alkoholikern. Ich habe mit Martin Semmelrogge mal zusammengearbeitet und habe dann Sprachnachrichten von ihm, die er mir geschickt hat, weitergeleitet an einen Freund und habe auch selbst Sprachnachrichten mit dieser verstellten Stimme weitergeleitet und mein Kumpel meinte irgendwann, ich weiß nicht, was jetzt ernst ist. Ich kann es nicht mehr unterscheiden. Weil es ist wirklich spannend, also ein toller Typ, mit dem zusammenzuarbeiten. Es klingt nämlich alles latent wie eine Drohung. Ja, super, dann kannst du das Geld langsam mal überweisen. Überweis es mal dem Willi, ne? Und er lacht auch immer zwischendurch. Es ist irgendwie ganz komisch. Ich glaube, es gibt keine Rolle, die er spielt. Das ist immer er. Das ist immer Martin Semmelrogge. Guter Mann. Es ist knapp, aber ich glaube, ist vorbei. Ich kriege, glaube ich, irgendwie. Oh, und es ist ein Ergebnis gekommen. Was hast du ein Gefühl? Ich glaube tatsächlich, der Text könnte es sein. Das ist nicht richtig. Du hast die Performance gewonnen. Damit hat heute Abend immer die Performance gewonnen. Es tut mir ein bisschen leid für die Leute, die Texte eingereicht haben. Aber ihr könnt ja euch an der Performance freuen, die ihr genießen konntet. Ist ja auch für alle fast besser. Da steht dein Ratsherrenpilz für dich bereit. Ich würde mir das tatsächlich jetzt einmal schnell holen. Ja, gerne. Und vielen Dank für die ganzen Einsendungen, vielen Dank für all das, was wir hier kredenzt bekommen haben, was wir vorgelesen haben. Ich finde immer schön, wenn man beim Vorlesen merkt so, oh Gott, das ist eigentlich voll geil, was ich hier gerade vorlese. Warum? Also zum Beispiel das Ameisending. Wie oft hast du überlegt so, warum habe ich das nicht geschrieben? Ungefähr 16 Mal währenddessen. Jedes Mal, wenn das Wort Ameise vorkam. Ja, mein Ameisentext. Nein, also wirklich vielen Dank für alle Einsendungen des heutigen Abends. Wir hatten sehr, sehr viel Spaß. Vielen Dank erstmal an auch noch Letizia, Jan, Philipp, Johannes. Schön, dass ihr alle heute Abend hier wart. Ich hatte ganz, ganz viel Spaß. Aber ich bin auch betrunken. Also jetzt wäre immer ein bisschen tendenziell besser als sonst. Das war wieder witzig und traurig. Wie mein Leben. Ich tuffe noch mal den Schweiß ab. Und nein, das Schöne ist, wenn man so doll schwitzt, sieht man die Tränen nicht mehr. Tränen gibt es auch bei einer Person, die gleich erfährt, dass sie gewonnen hat. Und zwar Tränen des Glücks. Mach bitte ein dickes Herzchen für die Champagnen und die frechesten Show. Überleitung von Johannes fucking Flirt. Nächste Woche mache ich nur Überleitung. Es ist wie zum Beispiel jetzt. Dieses Buch hat eine Person gewonnen, die schon relativ früh am Abend ein kleines Poem in den Chat geschrieben hat. Und zwar hat Adrienne in den Chat geschrieben, Tickets fürs Finale wären sehr schön. Theoretisch würde ich dafür auch was löhnen. Doch leider bin ich broke as fuck. Deswegen brauche ich ein bisschen Luck. Und diesen Luck, was Englisch ist für Glück, hast du jetzt, weil du bekommst dieses Buch und zwei Eintrittskarten für das Finale nächste Woche am 25. so und so viel, Juni, wo dann nochmal alle auftreten, die hier die Slams gewonnen haben. Du bekommst dieses Buch zugeschickt, signiert von dem. Der hat das hier vor der Show, hat er so ein Tier reingemalt. Lass dich überraschen, alle anderen können das nochmal als Marcel Reich-Ranitzky unterzeichnen. Das ist Urkundenfälschung, dann ist das Buch, dann kommt die Polizei. auf jeden Fall ein Glückwunsch, Adrienne, an dich. Du hast das Buch gewonnen. Gut gemacht. Ja, was für ein schöner Abend. Wirklich schön, mit euch hier heute Abend zu sitzen. Ich hoffe darauf, dass der Abend noch auf jeden Fall zwischen uns ein wenig weitergeht, weil ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt richtig Bock. Ich bin richtig dabei. Bevor wir aber jetzt hier zum Ende dieser illustren Veranstaltung kommen, möchte ich noch einmal auf CI hinweisen. Die jetzt gerade wirklich sehr, sehr wichtige Arbeit vor der Küste von Valencia machen. Also was soll man anderes machen? Die retten halt Leben. Also ich weiß gar nicht, wie man das anders beschreiben soll. Wenn ihr ein wenig Geld über habt, dann spendet wirklich sehr, sehr gerne für CI. Ansonsten am 25.06. nächste Woche Freitag, Johannes hatte schon gesagt, ist das große Finale.
vom Poetry Slam mit den, mit den GewinnerInnen von den vier Vorrunden vorher. Tickets könnt ihr kaufen. Ansonsten, wie war das? Paywall auf drin geblieben? Drin geblieben.de. Drin geblieben.de kann man sich einfach holen. Bevor wir hier aber diese schöne Runde auflösen, auf jeden Fall für euch, wir machen noch irgendwie ganz, ganz viel Quatsch, müssen wir uns auch noch einmal bedanken, unter anderem bei Protones, die hier die gesamte Technik stellen und unser Technik-Supporter sind. Ja, das finde ich schön, mach das gerne. Du machst das ein bisschen komisch. Was mit dem Bier und dem... Ja, unter anderem bei Protones, beim Grünen Jäger, wo wir hier jetzt gerade hier live rausstreamen. Dann natürlich auch noch bei Aino, unser Medienpartner, und einen ganz, ganz besonderen Dank, den schicken wir raus an die Behörde für Kultur und Medien, ohne die das hier alles wirklich gar nicht möglich gewesen wäre. Vielen, vielen Dank für alles, für die Unterstützung. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen Dank an Letizia, Jan Philipp, Johannes. Vielen Dank an das gesamte Team, das heute Abend hier ist. Es war mir ein inneres Blumenpflücken und ich hoffe, wir machen das bald wieder und dann mit euch live im Publikum und sonst vor den Bildschirmen. Genau, vielen Dank auch an Hinner Köhn natürlich. Unten laufen jetzt nochmal die Instagram-Seiten, da, guck mal, da könnt ihr uns folgen. Dann, wir machen manchmal lustige Storys und Witze. Wir haben alle Bücher rausgebracht, die sind kann ich teilweise uneingeschränkt empfehlen. Unterstützt uns gerne, wo auch immer ihr könnt. Es wird gefragt, ist das hier eine linksgrün versiffte Seite? Nein, wir vertrauen dem gesunden Menschenverstand und das hat keine parteipolitischen Hintergründe, was wir hier machen, sondern wir sind einfach Menschen mit Herz und ihr hoffentlich auch. Und Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt. Ich gucke jetzt Schottland gegen England und hoffe, dass viele schöne Tore fallen. Was ihr noch macht, ist mir komplett egal. Ja. Dankeschön. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Kommt gut nach Hause, wollte ich normalerweise sagen. Aber ja, bleibt Hause. Schön zu Hause, trinkt noch ein Bier und schönen Feierabend euch noch. Auf Ciao. Euch. Ich glaube, wir sind noch drauf. Oh nein, ja. Das ist das Zweite. Ja. Was?
Thank you.